War das denn jetzt? Geht schon los. Beim letzten Mal bei Raiders of the Serpent Sea habt ihr gegen den Salamander gekämpft, der sich in der geschmolzenen Festung niedergelassen hatte. Und anscheinend bei der Entfesselung des Vulkans mit aus der Ebene des Feuers gerissen wurde und unter den Örn Unheil gestiftet hat, bis die Lutaner ihn gefunden haben und unfreiwillig auch in den Kampf mit ihm verwickelt wurden. So erging es zum Beispiel der Anführerin dieses Raids, nämlich Medrash, einer Drachengeborenen, die, als sie ankam, schon in den Griff des Salamanders geraten war. Ihr habt euch auf keine der beiden Seiten geschlagen, sondern habt sie beide gleichermaßen niedergemetzelt. Erst haben die Lutaner dran glauben müssen und dann auch der Salamander. Und ihr habt noch in einem Tower oder einem Turm, der daneben war und mit abgesperrter Tür einige verbleibende Örn-Clan-Mitglieder retten können, die jetzt ungefähr an die 10 Mann zählen und wohl das letzte ein bisschen an Kriegern sind, was der Clan zu bieten hat, weltweit. Ziemlich traurig. Sie waren euch jedenfalls sehr dankbar, haben euch mit ein bisschen Reichtümern überhäuft und haben sich euch temporär erstmal angeschlossen. Als ihr dann wieder an die Küste der Insel Falegur kamt, zurückgewandert seid, habt ihr mit Rolf besprochen, was als nächstes zu tun ist. Und er hat vorgeschlagen, dass die Örn in den beiden Schiffen, die noch am Hafen lagen, erstmal mit euch fahren können zum Brunnen der Weisheit, um mit den Wölfen das weitere Vorgehen zu besprechen. Er deutete schon an, dass sie sich am besten dann irgendwann der großen Schiffsstadt Drifthall anschließen, weil sie dort sicher sind vor weiteren Übergriffen. Ihr seid dann auch durchgestartet, und zwar wolltet ihr erstmal in den hohen Norden, da einige dort von euch ein Hühnchen mit König Senric zu rupfen haben. Auf dem Weg dorthin allerdings haben einige Matrosen ausgeschrien, dass dort eine seltsame Insel zu sehen wäre, mit großen Steinsbrocken, die aussehen wie Untiere. Und als ihr euch das näher angeguckt habt, war das auch so. Die hatten also Gesichter und Arme aus Stein, die dort am Strand verstreut lagen und wohl, wie einer von euch feststellt, aus großer Höhe auf die Insel gefallen sein mussten und dort zerbrochen sind. Aber nicht alle. Einer ist tatsächlich übrig geblieben und hat euch auch attackiert. Ein ekelhaftes Wesen mit einem menschlichen Kopf, einem Skorpionskörper und scharfen Scheren und einem Stachel ist auf euch losgegangen, aber da es auch schon verwundet war durch diesen Fall, konntet ihr es besiegen. Es hat sich herausgestellt, dass es Joten waren, die Wesen, die schon die erste Welt vernichtet hatten. Diese Erkenntnis seid ihr jetzt erstmal wieder an Bord gegangen. Das war eine gute Probe, und jetzt nochmal mit Musik. Mit Musik? Hä? Da war doch schon Musik laufen die ganze Zeit. Musik läuft doch. Ich musste sogar noch leiser machen zwischendurch, weil ich das so Musik steht, wurde. Ich hab auch keine Musik, was Musik überhaupt spielen soll. Doch. Nö. Okay, ich dachte aber neu. Ich wechsel sie jetzt eh. Vielleicht kommt dann was bei dir. Ich will keine Musik mehr haben von dir. Wow. Ich hab sie gesperrt. Ich hab sie gesperrt bei dir. Weißt du, wer noch gesperrt ist in seiner Rüstung? Vincenzo. Alter, drei Schiffe, let's go. Das ist die Flotte, die ihr mittlerweile hier habt. Geht's ja richtig ab. Da hab ich ja was verpasst. Halleluja. Ja, du hast ein paar Sessions verpasst. Ja. Also die wichtigsten Figuren für dich nochmal. Ach, Dedo, was ist denn heute mit dir los? Kann ich jetzt auch nichts für, dass du auf der Landingpage bist. Ich kann dich nicht hier rüberpullen, musst du nochmal F5 drücken. Ich glaube, mein... Also, für Irsa einmal hier kurz, wer das hier alles ist. Moment, wo ist mein Ping? Da. Also die Dame dort ist Hallfried. Das war anscheinend eine einfache Kunsthandwerkerin, die ihr von einer Hinrichtung gerettet habt. Darunter ist Finnen, ein Priester von Palta, den ihr vor dem Selbstmord bewahrt habt, der sich dafür schuldig fühlt, dass die Insel explodiert ist, weil er den bösen Magier unten unter den Vulkan geführt hat. Ihr habt auch noch Liv gerettet, die rothaarige Schmiedelehrlingin, die die Lutaner bei lebendigem Leib grillen wollten. Wärt ihr nicht gewesen. Und Thorgerd, sowas wie eine Anführerin der Lutaner, der Verbleibenden, ja, die bis jetzt wohl die Führung übernommen hat unter euch.
unter den Lutanern, nicht unter euch. Das sind die Kollegen. Als ihr wieder an Bord klettert, nach diesem Zwischenfall auf der seltsamen Insel, wendet sich vom Nachbarschiff der kleine Halblingspriester Finnen an euch. Und mit gesenkter Stimme sagt er: Das waren Juten, nicht wahr? Diese Bestien. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Beunruhigt euch das überhaupt nicht? Das bedeutet, dass ich die Geschichte wiederholen könnte, wenn sie schon in dieser Welt sind. Nö, die sahen tot aus. Also, die sind irgendwie runtergefallen. Und den letzten haben wir erschlagen. Alles gut. Wir müssen die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Es ist egal, ob wir uns darüber jetzt aufregen oder sie uns erfreuen. Damit will ich nur sagen, das ist eine bedeutende Erkenntnis. Es ist noch nicht vorgekommen, dass Joten hier gesichtet wurden. Ja, deswegen wollen wir das den Wölf erzählen. Oh, hätten wir einen mitnehmen sollen? Nein, besser nicht. Das beunruhigt nur die Mannschaft. Hier, für Irsa, das war das Wesen, was ihr da bekämpft habt. Wunderschön. Oh, hübsch. Sehr schön. Den Leichen stopfe ich aus und stelle mir den in den Vorgarten. Der hässliche Peitschsprengler. Ja, der ist schön zu Stein zerfallen, als ihr den getötet habt. Damit will ich aber auch nur sagen, ja, wir sollten es vor Großteil der Crew geheim halten, dass die Joten umgehen. Falls jemand von ihnen fragen sollte. Wo ist denn Freund wieder hin? Hat er sich mit dem Schiff verbunden? Ich bin hier unter dem Mast. Ah, Entschuldigung, Freund. Oh ja, den habe ich ganz vergessen. Den habt ihr auch aufgesammelt. Ein kleiner Wicker, den ihr in einer der Handwerksstätten gefunden hattet. Der seine lange Reise wohl bis auf den Tionefallberg abgelegt hat, um dort irgendwie den Regenbogenspeer zu bedienen, und im Endeffekt hat das dazu geführt, dass Side wahrscheinlich in diese Welt gekommen ist. Ja. Okay. Oh, da ist er wieder. Ja, ne, die zeigt nur an, dass das ihre Crew ist. Oh. Gut. Ja, der Rest des Nachmittags verläuft ohne weitere Vorkommnisse, sodass ihr in die Nacht segeln könnt. Wer will, kann shortresten an Bord. Oh ja. Und wir drehen ein wenig glaube ja. Uhr. Mir passt. Falls irgendwas zurückgesetzt wird, wird es jetzt zurückgesetzt. Ja, ich spare mir meinen Shortrest mal, den ich nicht habe. Der Shortrest ist gut, da kann ich die mit Second Wind jeweils heilen. Oh, am Morgen des nächsten Tages wird gefüttert, die Crew. Halleluja. Okay. Da kommen die krassen Soundeffekte. So, die Crew muss gefüttert werden. Da müssen wir mal hier in euer Schiff greifen. Was haben wir denn noch an Bord? 388 Rationen. Okay. Irgendwo hatte ich mir aufgeschrieben, wie viel gegessen wird. War irgendwie eine pro Crewmitglied oder so? 20 Crew benötigen 200 Kilogramm Essen für 7 Tage. Eine Ration ist 1 Kilo, das heißt, wir brauchen 200 Rationen von den 388. Ja, aber für 7 Tage, ne? Für 7 Tage. Ich habe die Erinnerung immer jede Woche drin. Ah ja, okay. Aber es ist halt eine Woche abgelaufen. Damit habt ihr nur noch 188 Rationen. Das nächste Mal werden ein paar Leute zu kurz kommen. Ja, zu der Essenergie halt, ne? Wir müssen einen Jagdausflug machen. Ja, jagen. So. Gut, kann ich auch fischen. Ich steck mal so beim Fahren den Kopf ins Wasser und guck mal unten. Ist da irgendwie Fischbestand? Gib mir mal einen Perception Move. Moment, warte mal. Hier. Wieder auf D&D umbenennen, hier beziehungsweise oben. Dings. Dir fällt interessanterweise auf, dass da sämtliches Meeresleben gar nicht vorhanden ist in der Gegend, wo ihr gerade lang schippert. Da ist ja alles tot.
Siehst keinen Fisch, keine Quallen, kein Oktopus, sonstiges. Aber herkömmlich sollte hier was stattfinden oder leben, ja? So eigentlich schon, ja. Habe ich so ein Grimm-Wissen, was das hier für eine Meeresregion ist? Also wie Isa schon gesagt hat, also eigentlich ist das hier von den Bendo-Fischern auch befahren und wird eigentlich gut befischt. Gibt jetzt keinen Grund, warum das hier auf einmal nicht mehr belebt sein soll. Überfischt. Tentakeln aus der Tiefe. Das nicht, aber du siehst, na gut, der Wurf gibt's her, du siehst unter Wasser, einige viele Meter weiter vorne, steigt irgendwie, ja, Hitze aus der Tiefe auf, da ist wie so ein Dampfstrudel und als du deinen Kopf aus dem Wasser streckst, siehst du auch auf der Wasseroberfläche, dass sich da Blasen bilden. Pff, als würde da so ein Unterwasserschlot irgendwie Meer anheizen. Da ist eine Unterwassereruption oder so etwas. Aufpassen, gleich wird's heiß. Das Schiff ist leider schon ziemlich schnell auf den Kurs unterwegs, aber ihr könnt leichte Kursanpassungen vornehmen, sodass ihr da nicht direkt drauf knallt. Ihr Schiff, ihr versucht seitlich daran vorbeizusteuern. Als einige Matrosen und auch du, Nocknock, siehst, dass dort ein violettes Licht unter Wasser funkelt. Und im nächsten Moment steigen irgendwie größere Blasen an die Meeresoberfläche, nur dass es gar keine Blasen sind, sondern Skelette, die sich an eure Reling krallen und auf euer Schiff klettern wollen. Oh, ist da unten ein großes Schiff drin? Da wurden Leute nicht verbrannt, da kommen die Seeschlangen. Ah, wer sind die denn? Ihr seht auch, dass es dann wie einen gewaltigen Ausbruch von einem Geysir mitten auf dem Meer gibt. Und das Wasser schließt sich aber nicht wieder um dieses Loch, sondern ihr seht im Wasser selbst ein Tor, aus dem Feuer aufsteigt. Guck mal, da bildet sich gerade eine Insel. Ich denke nicht. Ja. Die Matrosen schreien alle, dass das ein Tor zur Unterwelt ist und sprechen Stoßgebete an Aldin und überlassen euch den Kampf auf dem Schiff. Alter. Wofür bezahlen wir die eigentlich? Meme Lord Skeletor 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ey. Also, wer nicht hilft, der muss jedes Mal hungern. Ich hoffe, die wissen Bescheid. Wir haben nicht genug Essen für alle. Wie denn? Ja, kannst du ja mal ein Machtwort sprechen. Alter. Oh nein, das ist der Standard 5th Edition Wraith. Oh Gott, oder White oder so. Ich würde behaupten, wir müssen hier mal ein paar Peitschen schwingen lassen. Das geht ja so gar nicht, dass die Leute uns allein lassen. Es ist over. Was ist er denn da? Michael Jackson? Wir kürzen ihren Sold. Michael. Oh Gott. Und ich schlaf auch noch, na toll. Was passt denn hier? Wieso schläfst du? Weil ich eine 7 gewürfelt habe. Warum? Ach so, weil du einfach nur Kacke bist. Ah, okay. Ja, genau, das mal. Wow. Das ging darum, dass du einfach nur Kacke gewürfelt hast und deswegen ganz spät dran bist. Ja. Ganz ich habe auch nur eine 8, aber das ist normal. Ja, ich habe auch nur eine 8. Das beginnt Kasimir. Oh ja. Warte, ich habe nur 4 gewürfelt. Scheiße. Nein, eure Gruppe kämpft natürlich auf der anderen Seite des Schiffes irgendwelche Skelette. Natürlich. Also die alle vor uns, die ganze scheiß Skelette. Ja, die kommen natürlich von beiden Seiten. Ich würde sagen, wir setzen die jetzt einmal fett ein. Oh nein. Oh ja. Oder die Support-Spells. Oh ja. Na, Damage-Spells, wie sehe ich denn aus, ey? Das willst du nicht wissen. Ja, du hast doch sowas Schwarzes auf dem Kopf. Ja. Ist vom Grießspell. Das ist wie so ein Schokokuss einfach nur, ey. Mit Flecken. Mhm. Ja genau, Kasimir würde das Netz halt eben so platzieren, dass es wie an der Reling halt hängt, sie aber trotzdem eben bindet. Ja. Okay, einige von den Skeletten pappen an der Reling fest. Na, das machen sie eigentlich eh erst zu Beginn ihres Zuges, aber ja. Ja, dann haben wir es schon mal gewürfelt für die. Gut. Das sind alle ja. Safe. Aber nur im Mund rum. Sieht aber echt geil aus, der Typ, irgendwie sagt. Ja, das ist echt nice. Hast du die KI generiert oder hast du die irgendwo gefunden? Das ist das Stadt. Welchen meinst du denn jetzt? Das Bild von Kasimir. Achso. Das habe ich tatsächlich gefunden. Ich habe mit KI Arbeit aufgesetzt.
Das Standard-Skelett-Ding ist das? Nein, das ist ein KI-Skelett. Ja, schon gefragt, Michael. Achso, ja. Ja, aber ist gut gemacht. Ja. Das ist nice. Oder? Ja, ist, kein Wunder, da was Skelette künstliche Intelligenz haben. So, nicht nur Skelette sind auf euer Schiff gekrochen, sondern in dem Moment springt auch ein weiterer untoter Unhold auf, der in Rüstung gekleidet ist und wichtiger aussieht als alle anderen. Er zeigt mit seinem blutigen Schwert in eure Richtung und stürmt dann auf Björn. Nimm die Kuh! Scheiße, Kopf, irgendwas. Die es nicht gibt. Oh. Alter, mit ja, mit seinem Langschwert. Alter. Ich fange den Schlag auf. Mit dem Fett. Gib dir eine Kerbe von 9 Schaden und leg dann einmal Hand an. Oh ja, live. Ich hasse es. Oh ja, das ist vorbei. Ich habe die HP abgesaugt. Ich liebe diesen Mob. Oh. Alter, nein. Oh ja. Ja, da sag ich doch ja zu. Saugt mich aus. Ja. Yes, geil. Okay, dein Hitpoint-Maximum wird um 6 reduziert. Ich störe euch das hier eigentlich ein. Minus 6, ich liebe diese Mobs, ne? Das ist ja immer wieder das Gleiche. Das ist schön. Wie stellt man das auf dem neuen Bogen ein? Ich habe keine Ahnung. Gar nicht. Ich kann dir nur 6 Tempo-Hitpoints geben, aber nicht... Du kannst es kurz ändern. Du kannst den Bogen ändern in den alten. Ja, aber ist ja richtig Trash. Ja, natürlich ist das Trash. Genau wie der neue Bogen. Ja, hab ich rausgelassen. Merk dir erstmal, dass du 6 weniger hast. Ich guck gleich mal nach Regen, bis zu ändern. So, Skelett, das nicht festpappt, zieht sich auf die Reling. Ach, jetzt haben wir hier Vincenzo. Ist egal, mein Tod. Ja, der soakt hier ein bisschen. Er soakt richtig. Ist die Onsen-Episode, der soakt da halt. Er wird angeklappert von Vincenzo. Und da kann sogar seine Rüstung durchdringen. Oh nein, Vincenzo wird übermannt! Ich würfel den mal mit rein, der ist einfach zu spielen. Smite! Bei jedem Schlag, auch wenn er daneben schlägt. Gift of the Gem Dragon. So, das Skelett versucht seine Aktion aufzuwenden, um aus dem Netz wieder freizukommen. Das war Athletik, vermute ich. Jo. 14, reicht das? Vor kurzem hat sich, glaube ich, der Wert geändert, aber ich glaube, 14 sollte klappen. Ja, klappt. Gerade so. Okay, dann stolpert er aus dem Netz in Irsas Richtung, kann aber nichts mehr machen. Der nächste Kollege da unten, der nimmt den anderen Bär ins Visier. Hey, wir konnten schon noch unsere Waffen ziehen, ne, vorher. Ja, ja. Okay. Dann ist der hier dran, der ist unbeeindruckt von Netzen, der geht auf Björn da. Was haben die alle gegen mich? Neidisch auf deinen Pelz. Alter, die wollen dich ja wirklich. Die wollen dich meucheln. So, jetzt kannst du dich wehren. Ja, ich versuche mal erst hier den Sauger zu töten. Kluge Wahl. Der kriegt ein paar Radiant-Fäuste ab. Oha. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach Milliarden Fehler. Nur meine zukünftige Frau darf an mir sorgen. Okay. Lass dich jetzt besser umkommen. Ja. Alter, grad links gemeint. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich krieg die ganze Zeit den Ektor-Error. Ah, nein. Ja, weil ich an Björn das Bogen rumgefummelt hab. Ja, aber ich krieg den nicht nur einmal, ich hab den jetzt deswegen 80 Mal. Machen. Das ganze Bild ist rot. Ich glaub, ich der sitzt. Wir machen mal ein bisschen weniger Wind, ne? Hätten ja. Besser nicht, sonst ist nämlich Windstille. Achso, dann machen wir das ein bisschen weniger Schnee. Ja, doch, einmal Wind geht noch. Ein bisschen weniger Schnee dann oder Regen. Okay, dann ist nur noch cloudy. Das geht weit. Oh, warte mal, ich habe ja was vergessen gerade, ne? Stellt mir so ein. Hatte einer eine 18 oder höher gewürfelt? Ja, machst du halt jetzt erst an. Glaub mir, das willst du nicht, sonst waren das schon 2 Kills auf dir. Okay. Ich verstehe. Das zählt für die Gegner auch, oder was? Alter. Oh Gott. Dann
Oh, wie viele Reaktionen habe ich plötzlich da? Aua. Wenn ich ja 5 Reaktionen bei mir. Das ist nur eine Bonus-Action. Das ist der Hydra-Bär. Der Bär mit 5 Köpfen. Trifft aber leider nicht. Der trifft. Eieiei. Mit der Macht der Elemente haust du ihn blutig. Kein extra Radiant Damage. Schade. Das ist 5i. Das ist nicht Fastfall. Der hat sehr wenig. Kann er mal gucken, aber. Nö, anscheinend nicht. Ich hasse dich. Knock, knock. Ich habe übrigens, nur zur Info, meinen Rapier genervt. Letztes Mal habe ich vergessen, den auf 1d6 runterzupacken. Weil ich ja zweihändig gerade agiere. Ja. So. Ja, dann nehme ich nochmal den neben Irsa. Lass Irsa in Ruhe. Sonst gibt's gleich ausgelassene Knochen. Und dann, Oh, da ist der Crit. Ach na. Ist aber irgendwie nicht. Es war kein Crit anscheinend. Dann würfel die Würfel nochmal. Falls wir da gegen Mundes gegen Crits? Ist aber eh egal, der ist eh tot. Ja, das kann auch sein. So, und dann, dann weiß ich nicht. Ist auch gar nicht in 5e. Na gut, Knock Knock. Dann, drehe ich mich quasi und den Dolch dann dem einen anderen Skelett hier. In die Gegend des, Skelettes. Skelett hier. Skelettkörpers. Oha. Da hebelst du ein Rippchen raus. Klonk. Aha. Ich werd schön ausgelassen später. So. Weil es so schön ist hier, der Stiefelkreis um Björn da. Nein! Oh, doch. Bin so geknechtet, ey. Ich hoffe, die würfeln alle nach. Das Skelett tritt auf dich ein, aber verfehlt dich leider. Aber die Aura ist gar nicht aktiv bei mir. War mir angezeigt. Doch. Okay, bei mir hat keiner die außer Björn da. Es gab irgendwie ein Update hierbei. Ich glaube, ich muss Björn da ein bisschen helfen. Bonus-Action steht bei mir, aber ja, keine Ahnung. Versucht, den hier mal wegzuhauen. Oh nein. Ihr seid auch in Gefahr. So eng hier alles. Ja, was soll der Geiz? Action Search. Und nochmal. Nachdem du seine Bank zertrümmert hast, findest du nun dein Ziel und zerdrückst das Skelett zu feinem Knochenstaub. Oh, dann noch extra Damage? Vielleicht. Was? Extra Damage? Nö, oder? Ah, doch, das ist, das ist Bludgeoning Damage. Mhm. Ach so, okay. Ja. Da war doch was. Und dann bewegt er sich ein bisschen näher. So. Ja, was machen wir? komm, no risk, no fun, ne? Oh ne, nicht den da bitte geben, bleib an mir. Muss mich auswählen, sorry. So war das ja. Plus 4 Volt. Alter, die ganze. Ich sehe nicht mal alles, was da steht bei diesem Mensch. Aber warum hatten sie. Warum hast du dieses Vanish gehabt jetzt? Weiß ich nicht. Aber der erste wäre eh die 8 gewesen, von daher ist scheißegal. Ja. Das kann ich ja wohl nicht sagen, keine Ahnung. Und. So, gebe ich noch das Kommando. Sag, Kasimir vorbeirasten. Und hier oben helfen. Aha. Ja? Oha. Moment, muss ich mir mal hier so ziehen. Und. Gucken wir mal da mal nach. Oh nein! Oh Gott! Gut, dass es keine Crit-Karten hier gibt. Alter, ach, Befehl wurde missverstanden. Der kommt noch und der da rumliegt beim Mann im Skelett. Der ist von der Leiche noch. So, der braucht seine Aktion, um vielleicht rauszukommen aus dem Netz. Oh ja, auch eine 14. Klettert freudig aus dem Spinnenweben. Ich glaube, die können wir löschen jetzt, da eh keiner mehr drin steht.
Kann wieder einer reinlaufen. Das war aber der Ich glaube nicht. Das behindert gleich unsere Leute nur. Ja, der ist dann aber auch fertig. Dann ist Vincenzo, der Scharfrichter, dran. Kann ja die Sau rauslassen, wenn er nur in dem Kampf dabei ist. Zack mit der Zwergenaxt, Smite! Mal zu sprechen. Oha! Ja, ne, wir sind sparsam. Oho, der wird mich spalten! Oh mein, mit Vincenzo stimmt zu sprechen. Hoho, gespalten. Ja, er spaltet das Skelett. Der hat noch keinen zweiten Angriff, kann sonst nichts machen. Bleibt dann stehen, stellt sich schützend vor Kasimir, der jetzt dran ist. Oh no. Hm. Hallo? Ah, ich weiß. Feuerball! Ja, safe. Töte ihn hier unten. Schön auf das Schiff. Nee. Ja, hier wird mal etwas geschockt. Das hat und trifft für einen Schaden. Eieiei. Ja. Er hat aber keine Reaktion mehr. Und das ist, worauf es ankommt. Schwupp. Er will nach dir greifen, doch verfällt dann in Schockstarre. So, hätten wir das auch erledigt. Wow, elektrisierend. Der White ist schockierend. Der kalt, der kalt. Dein oh. Leben! Gib es mir! Oh ja. Saug ihn leer, dann können wir nicht das sehen. Das geht leider nicht, ich komm wieder. Oh no. Fehlt leider mit seinem Live-Train und dann schlicht. Kann der nicht zweimal Live-Trainen? Aber was passiert nicht, denn, ey? Wenn du mit... Oh. Was kann passiert ich einen Schlag denn, Bionda, wenn dein Maximum Körper. Leben auf null gesetzt wird? Also ich habe keine Zombie. Ahnung. Fragen Sie mich. Steht hier in meinem Ding drin. Zombie Bär. Ja, mein Ding steht, ich komme nächsten Tag wieder. Ja, ein Zombie. Das war eine traurige Existenz. Er ist fertig. So, der da oben widmet sich Vincenzo. Bong. Der hier unten widmet sich Urs. Klong. Dann ist Björn da dran. Ach, der, dann schlage ich ja Radiant drauf, noch auf den Typen. Warum trifft das? Ich will ihn weghaben. Ich habe Angst vor dem. Diesmal erwischt ihn. Oh. Und nochmal. Macht es weg! Macht es weg! Was gibt's jetzt wieder? Mach mal wieder ein bisschen weniger Schneefall, ne? Weniger Schneefall, dann ist einfach gar nichts mehr los. Tote Hose, klarer Himmel. So, dann gehe ich jetzt hier lang. Zack! Und versucht den White von der Seite tot zu stechen. Nimm das, du Klettengerüst! Detect. Yes. Reroll. Yes, yes, yes. 7 Schaden. Hat er irgendwelche Resistenzen gegen dich? Ich hab Piercing. Ah ja, okay, ja. Mhm. Aber ich bin noch nicht fertig. Es kommt noch ein Inflict Harm. Aufpassen, ist laut. Es bleibt der Dolch in seiner Kehle stecken, in seiner ledrigen Haut, aber mit deinem verborgenen Grimm-Talent drückst du dann durch. Der bricht zusammen. Haha. Okay, dann geh ich noch hier hin. Dann dreh ich mich um. Jetzt zu dir. Und dann kommt der Dolch noch rein. Ah! Es ist immer noch. Ist wieder kein Crit, ne? Obwohl ich eine 18 war. Also ich hab die Effekte auch nicht drauf. Ich glaube, weil du deine Parallelwelt keine Effekte hat, ist das bei dir irgendwie ohne. Jetzt sehe ich aber die Effekte wenigstens. Warte mal, D4. Okay, kommt. Muss nochmal neu laden. Noch mal eine 1. Mhm. Einen Schaden, da lebt er leider noch.
Geht das nur einmal pro Runde, der Lurker Drive? Oh, Entschuldigung. Once per turn. Ja, sorry. Ist eine Once per turn. Ich wollte eigentlich nur gucken, was nice gezündet. Natürlich. Das ist wieder das Ding, wenn man draufklickt, dass es direkt macht und nicht ausklappt. Das Skelett ist erbost und greift dich dann an. Ich versuche auszuweichen. Du triffst mich eh nicht. Warte, der trifft nicht? Was ist das denn jetzt? Hä? Ja, du sagst doch falsch gerade. What the hell? Was ist mit dir? Irgendwer ist ein Cheater-Knock-Knock, ey. Ich würfel trotzdem mal den Crit. Nein! Voll, du hast doch 16 steht da drin. Ja, ach. Aber er trifft halt nicht. Au. Ich glaube, es geht zu Ende. Ja, guter. Der rammt dir voll das rostige Schwert. Schön Hälfte AP direkt nach einem Angriff, danke. Urs. Ja, Urs versucht dir Platz zu schaffen. Ach komm schon. Ab daneben. Es soll aber nicht sein. Gut, dass Vincenzo in seiner Freizeit Ruder macht, denn es wurde gerade wieder eins zertrümmert. Ihr seid. Ja, ich hab zwar kein Glück damit. Ach, der Ding ist eh tot, ne? Komm dann. Warum hab ich Advantage? Durch was? Aus dem gleichen Grund, wo du gerade Disadvantage hattest. Niemand weiß es. Du hast übrigens wieder Disadvantage. Ey, ist es Disadvantage sogar. Never mind. Aber ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Vermutlich, weil das Skelett mit dir im Nahkampf daneben stand, aber ist eigentlich tot. Keine Ahnung. Erst sind aber 16 und gewesen, ne? Wird eigentlich getroffen, glaube ich. Er hat auch so getroffen. Hat das sogar Junge. Noch so gereicht. Dem steckt da so ein Pfeil im Köpfchen. So, und dann probieren wir die oben nochmal. Geht doch. Jetzt wurde der Befehl verstanden. Oh. Oh, Max Damage. Der hat ein Knochenbein im Maul. Sehr schön. Was kann man machen? Schöner Grund vor. Dann warst du mal Zug. Bitteschön. Du wirst gerichtet. Zack! Da muss ich, glaube ich, smiten. Ja, der ist auf den Overkill angegriffen. Ja, das Skelett geht im heiligen Licht auf. Oh, den guten Smite für 3D8, ach du Scheiße. Der war First Level nur. Aber First Level na dann, da macht das 3D8, nicht 3D8, das macht 2D8. Du hast direkt ein Level 2 Spiel rausgehauen dafür. Das war Level 2. Ich hab das gar nichts verbraucht. Aha. Okay, ja. Na klar. Ich kann ja gar keine 2 Second Level Spiel. Ja, aber macht denn ja dann 3D8? Das ist ja voll die Cheater. Weiß ich nicht, weil diese Map hier irgendwie broken ist. Broken. Ich hab jetzt die. Ja, der ist auch hier hingelaufen. So. Kasimir. Jo, Ach, Vincenzo ist durch das Netz gelaufen. Gibt's nicht mehr. Ja. Nee, hier, lest mal weiter. The damage increases by 1d8 if it's an undead. Ja. Kommt halt so selten vor. Bis jetzt hat er noch nie einen Undead gesmited. Der benutzt das immer für irgendwelche komischen Critters. Ich meine, das sind auch Critters. Das ist hier nichts Großes. What the fuck? Auch das war nicht nice. But why? Ja, weil du wieder neben irgendeinem Gegner stehst. Foundry ist gerade so genau nimmt mit den toten Skeletten. Eine 17 plus 6 und 23, das trifft. Du kannst trotzdem. Ich würfel mal Damage. Ja. Kein Crit. Das friert das Skelett am Schiff fest. Tot. Okay, das ich stapel die alle mal hier oben, dass die da Probleme machen. Nice. Dann, nee, das war's. Ich wurde erstochen! Björn da, der mir hier die Errors gibt. Aber der gibt nicht nur dir Errors, mir hat er glaube ich jede Runde mindestens 3 gegeben bis jetzt. Aber immer noch. Aber ja, du kannst nicht getroffen werden anscheinend. Das ist deine Aura. Das ist deine Aura, die aktiv ist. Es ist nur noch ein Skelett vor dir. Ist euch auch so kalt? Nein.
Auf jetzt, hau den weg. Ich gebe mal ein bisschen Hitze wieder rein in das Klima. Du legst ein bisschen Feuer in deinen Schlag und pustest dem ein Loch in den Bauch. Damit fällt das Max letzte Skelett. What the fuck? Es wird wieder warm auf der See. Ach, endlich. Nicht am Kampf von Loch ist vorbei. Alter, das ist so lächerlich, ne? Ich setz mich erschöpft hin und nehme mich an die Schilder aus. Erstmal Winterschlaf halten für die nächsten drei Sessions. Das ist so nervig. Ein Skelett trifft mir direkt Hälfte HP. Ich hab so irgendwie andauernde Schmerzen. Oh, nee. Ich auch. Ach ja, jetzt guck ich mal, ob ich deinen Bogen eben umstellen kann, um das einzutragen. Oh nein, ja. Was immer du machst, es gibt mir viel mehr Errors. Ach, tatsächlich ging mein Bogen schon was um den auf Verhalten gestellt. So, jetzt stellen wir wieder zurück. Okay, da ist jetzt tatsächlich eine minus 6 drin. Ich weiß zwar nicht, wie ich die sonst anwählen kann, aber ja. Jetzt hat's geklappt. Ja, auch die Mannschaft wird mit ihren Skeletten fertig. Und ein schweißüberströmender Rolf tritt gerade das letzte Skelett wieder ins Wasser, als sich das seltsame Tor neben euch im Meer wieder schließt. Die Wassermassen begraben es wieder unter sich und bald seht ihr nur noch, wie Dampf dort aufsteigt, wo einst ein Höllenschlund gewesen ist. Ah, verdammt! Mein Darm entflieht! Ich versuche wieder reinzudrücken. Oh. Ich bin so, ey. Die haben mich fast totgeschlagen. Ich würde so wie letztes Mal versuchen zu heilen. Aber ich spare mir, glaube ich, meine Heilung. Das endet wieder nur mit plus 2 oder so. Wie viel Leben hast du noch, Björn, da? Wo bin ich überhaupt hier? Wollte ich ja, da. Ich habe noch 10. Ja, okay, ich habe 12. Kann ich mal überlegen, ob dieses Phänomen, also halt irgend so ein Höllenschlund oder ähnliches, ob ich davon schon mal was gelesen habe oder so? Ja, du kannst ja auf Religion das ist oder ganz klar, ja, hier der Freine schuld. Der hat die Tore zu anderen Welt offen gemacht. Bestimmt. Der hat erst hier unsere Sidi reingelassen, dann die Jotun und jetzt die Untoten. Ja, Höllenschlunde sind tatsächlich etwas Normales in Anführungszeichen. Also die kommen immer mal wieder vor, aber eigentlich nur dann, wenn Hel es so will und sie ihre Untoten ausschickt, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Was in eurem Fall wohl war, euch zu töten. Das kann sie gerne versuchen. Vielleicht mag sie uns nicht. Verdammt, warum will uns Hel töten? Ja, ich habe mir das mal angeschaut. Entweder wir haben ihre Wege gekreuzt und deshalb möchte sie uns unter die Erde bringen. Oder es ist etwas anderes. Das geht ja schon so, sagt Rolf, seit wir auf nirgendwo sind. Das erste Mal, wo wir in dieser Hütte attackiert wurden. Stimmt, da kam auch eine Tote. Aber auch wirklich erst seit nirgendwo, als hätten wir sie verärgert, als wir im Turm waren. Und als wir etwas mitgenommen haben. Vielleicht dieser komische... Sein Blick wandert zu Siede. Nein, nicht Siede. Dieser komische Gummelkopf, den wir da gefunden haben. Ach, ich dachte, den habt ihr über Bord geworfen. Ja, aber wir haben ihn mitgenommen. Dann werfen doch übers Bord. Ist schon weg. Wir wollten ihn zu dem Wolf bringen. Ja, das stimmt, der ist gerade über Bord geworfen worden. Ja, natürlich ist er nicht über Bord geworfen worden. Dann liegt er in den Gummelkopf. Vielleicht müssen wir einfach Kasimir mit einer riesigen, einem riesigen Tau hinten ans Boot hängen, damit er nicht bei uns ist. Also die Dings im Kopf. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Am Ende reißt die Leine noch und, naja, der Kopf versinkt irgendwo im Meer. Kein Verlust. Ich weiß nicht, ob das kein Verlust ist. Am Ende fällt der den falschen Leuten in die Hände. Ich muss da Kasimir nochmal eindringend. Ist er vielleicht schon? Finnen gesellt sich auch nochmal zu euch auf euer Schiff und murmelt dann im Flüsterton:
Die Untoten sind hinter euch. Ja, wir müssten eine Audienz mit der Todesgöttin erhalten, um herauszufinden, was hier nicht richtig ist. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich weiß, was nicht richtig ist. Meine Gesundheit. Finnen, ihr seid doch Priester, oder? Ja. Könntet ihr euch vielleicht einmal das hier anschauen? Und Kasimir zieht dann den Silberkopf hervor. Oh, was? Ein Trophäe eurer Feinde? Nein, eine Art Talisman, Götze, wie man es nennen mag. Wir fanden ihn auf einem in einem Turm in nirgendwo. Und seitdem sind seltsame Sachen mit ihm passiert. Als wir ihn offen getragen haben, hat er uns zu allerlei einerseits Schätzen, aber andererseits auch Albträumen geführt. Das ist ja interessant. Ich kann ihn einigen Ritualen unterwerfen und mal gucken, was ich herausfinden kann. Oh, besser nicht, sonst kriegst du wieder suizidale Gedanken. Der hat, glaube ich, schlechte Einflüsse. Und ich glaube, da ist was drin. Ja, im Kopf? Silbergehirn. Ja, wir sollten es aufbrechen. Nein, besser nicht. Ja, das sollten wir nicht tun. Aber vielleicht sollten wir mal in den Mund gucken, der ist ja zugenäht. Das ist halt massiv Metall, ne? Also, da ist kein Faden oder jetzt irgendwie. Ja, aber halt. Ist das Ding aus Kann Silber man... oder ist das Ding aus irgendwie, keine Ahnung, der ist, der ist, als wäre da aus einem Stück gegossen. Ach du Scheiße. Ich krieg das bestimmt auch mit meinem Armor. Ich würde dann mal mit meinem magischen Dolch so ein bisschen rumprockeln, ob ich eventuell die Nähte an den Mund aufkrieg. Oh. Können wir den nicht einfach nächstes Mal auf Pflanzen schmelzen? Ja, mehr als einen Kratzer kriegst du da nicht rein. Ich würde vorschlagen, und Kasimir zieht den Kopf dann wieder so weg, als er merkt, dass Nocknock dann da dran rumpickert. Hey, lass mich! Ich würde vorschlagen, wir lassen ihn erst einmal und schauen, was die Wölf dann dazu sagen. Okay, aber du nimmst ihn mit. Ja. Sehr gut. Okay, dann behalte ihn. Nun, was ich eigentlich sagen wollte, wegen der Sache mit Hel und den Untoten. Mir ist eingefallen, dass es in den Beendur-Landen einen weiteren Höllenschlund gibt. Vielleicht eine Möglichkeit, um mit ihr Kontakt aufzunehmen. Vielleicht ist das auch genau das, was sie will, um uns zu töten. Ist ja nur eine Möglichkeit. Unweit von Felsspitz soll er sein. Warte mal, wollte sie denn nicht auch irgendwie in den Höllenschlund? War da nicht irgendwas? Sollte, ja. Hatte der sehr Kinnikin so gesehen. Ich mach das Ding Gollum ab in die Lava. Gut. Ja, da müssen wir uns noch überlegen, was wir machen. Ja, nur zu eurer Information. Naja, ist in Ordnung. Sag mal, Finnen. Kannst du den dicken Bären mal ansehen? Der sieht nicht so gut aus. Oh, Tatsache. Ich habe andauernde Schmerzen. Euch wurde Lebenskraft entzogen, nicht wahr? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. warte mal, kann Lifetrain von irgendwas geheilt werden? Ich glaube nicht, oder? Schlafen, oder? Long Rest ist es, glaube ich. Wir können keine Long Rest machen. Oh. Lesser Restoration reicht leider nicht. Ich kann die Schmerzen nur ein wenig lindern. Fängt dann an, dich zu heilen. Ach, Fauni, du willst es aber heute auch wissen. Wo fliegt er denn hin? Jetzt Mann über Bord! Katapultiert. Jetzt fliegen nicht mehr die Schiffe davon, sondern die Figuren. Hast du denn das geupdatet via irgendwie Fauni oder so? Oder schaut's so? Ich bin ein NPC! Also, ja, halt dich bis an deine Grenzen. Nein, nicht ganz. Das herkam. Das ist gelogen. Also, noch ein Level 0 Zauber, der Wunde will sich irgendwie nicht mehr schließen. Ach, das ist da, wo der Geist nicht berührt hat. Ich denke, da hilft nur abwarten und aushalten lassen. Sag mal, Finnen, hast du davon noch mehr, wo es herkam? Natürlich.
die Kraft von Palta ist unerschöpflich. Zumindest noch 5-mal oder so. Was sonst noch jemand heilen kann, ich hier? Danke, du hast was gut bei mir. Ich weiß nicht, wie es mit Vincenzo geht, aber ich glaube, der hat ist ja eh nicht zwei da. 2 AP oder so verloren her. Gefühlt. Ja, keine Ahnung. Sind das bei Urs nicht schon praktisch 10 Leben, die da fehlen? Nee, das sind 5. Aber wegen 5 brauchst du es nicht unbedingt heilen. Also. Lieber aufsparen, falls jemand es mehr braucht. Geht schon wieder viel besser. Wie lang sind wir noch unterwegs ungefähr? Ihr kommt gegen Mittag ungefähr an, also noch so 3 Stunden. 3 Stunden noch? Na gut. Macht ihr noch was in der Zeit? Ja, ich hätte was gemacht, aber das ist zu wenig Zeit. Meine Wunden auslecken. Ah ne, ich bin kein Hund. Ja, ich würde mit Sven und Siete so ein bisschen tuscheln, ob die irgendwie was wissen, ob vielleicht Fryn so ein paar Visionen noch hatte, die etwas mit der Unterwelt zu tun haben könnten. Und ob Siete sich irgendwie erinnert oder irgendwelche Informationen noch kennt, warum sie unbedingt in die Unterwelt muss oder so. Was ähnliches. Und beide verneinen, also Fryn betont, dass er schon lange keine Träume mehr hatte seit der Sache von Tionia-Fall. Seitdem sind seine Träume eigentlich traumlos, er schläft einfach nur. Und Siete wusste ja eh nichts von der Unterwelt, das war ja von dem Seher, der das ihr vorgesagt hat. Okay, da kann man nichts machen. Aber sag, Nock Nock, kann ich vielleicht bei dieser Reise jetzt mit an Land gehen? Oh, wenn du möchtest. Geht diese natürlich. Diese Bendur-Lande hören sich interessant an. Mhm. Scheint eher wie meine Heimat zu sein. Oh, das hoffe ich nicht. Ich wollte ja nur einen König töten, ne? Die anderen Matrosen haben gesagt, es gibt dort dichte Wälder und große Gebirgsketten. Auf den Schnee oben liegt und Schlösser. So wie bei mir in der Welt. Mhm. Und einen bösen König. Aber der ist bald einen Kopf kürzer. Ein Tyrann, ja? Mhm. Ganz böse. Weißt du doch, ja, der hat meine Familie auf dem Gewissen. Oh, ja, der ist das. War Fryn ist eigentlich männlich oder weiblich? Das ist ein Baum. Glaub, weiblich. Ah, okay. Boah, die sind ja eher so asexuell, die Wicker. Das sind Lechis. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, im Buch stand Ski. Okay. Leuchten bei Kotto eigentlich auch die Hasen? Ah, die Hasen. Quatsch, die Augen? Nee. Wir nennen sie einfach jetzt Wickerinnen. Der hat richtige Augen, bei Fryn musste er irgendwas als Augen herhalten, wenn man nur so ein Gestrüpp als Kopf hat. Ja. Übrigens, Igel, denk nicht, ich hab das nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Die haben aufgepasst. Nee, ich hab's einfach nur so gesagt. Und mal gucken, schreckt sie zurück. Ja, natürlich. Ich hab das nicht gesehen, das natürlich. Weiß ich. Also, das ist sehr viel Metagaming hinter dieser Aussage. Nein. Wirklich. Wie aus dem Nichts, aber das habe ich gesehen. Knock Knock ist immer so ein bisschen gehässig und ist dann immer so ein bisschen überspitzt. Was habt ihr gesehen, dass sich das Deck heute nicht geschrubbt hat? Tut mir leid. Gut gemacht, Igel. Weiter so. Bin stolz auf dich. Hast den Test sie bestanden? Sie grinst in ihre Kapuze, als du weggehst. Ja. Okay. Habt ihr nicht diese langen Fingernägel gesehen von diesen Skeletten? Was? Was? Oh. Die dürften alle nicht so lang sein. Nichts. Die wachsen nämlich nicht mehr, wenn die tot sind. Also ein Untot. Eigentlich hätte der White nur Fingernägel haben können. Das ist eine Klette. Mit denen hat er dem guten Björn da das Leben ausgesaugt mit den Fingernägeln. Die hat mich unsichtlich angepasst. Aber echt, ich mal. So, naja. Wann sind wir da? Ja, genau. Ungefähr 3 Stunden später. Dort seid ihr schon Land in Sicht. Die Wellen stoßen gegen euer Langschiff, das sich seinen Weg durch die rauen Gewässer dieses nördlichen Abschnitts der Schlangensee bahnt.
der letzten Stunde hat sich die Wolkendecke so weit geöffnet, dass ein dünner Rauchschwaden zu sehen ist, der von einer bewaldeten Halbinsel vor euch aufsteigt. Die Besatzung drängelt und schubst sich gegenseitig, weil sie überzeugt sind, dass es sich um ein Zeichen für eine Beendur-Siedlung handelt. Während ihr noch überlegt, ob ihr der Sache nachgehen wollt, ertönt ein langer, gellender Heuler aus den Wäldern vor euch. Das klingt so wie das, was Sölf in letzter Zeit manchmal macht, als er nachts den Mond anschreit. Au! Au! Da ist unser Mittagessen! Hey! Warum? Die schmecken gut. Mhm. Du schmeckst auch gut gegrillt, keine Sorge. Ich schmecke Fisch nicht, ich bin viel zu fischig. Ja, ich traue dem nicht. Ja, so, mit wem redet der da? Das ist... Tja, manchmal muss man halt nochmal den Mund anpeilen. Sind die entdecken. Nachher, oder? Nein. Die Crew guckt sich argwöhnisch nach deinem Wolf um, Irsa. Das klingt genau wie, was das Tier da von sich gibt. Keine Sorge. Haben die Beendur-Wölfe. Das wäre mir auch neu. Oh, vielleicht sind es die, ist der Clan Vor, der eigentlich ja auch hier unterwegs sein soll, habe ich gehört. Die machen gemeinsame Sache mit Clan Vor? Nein, die sind auch verfeindet, glaube ich. Die schlagen sich die Köpfe ein. Es leuchtet ein, Nock Nock. Hat der Angriff vielleicht schon begonnen, sagt Rolf. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und was machen wir dann? Reden wir denn die Wild oder töten wir die Vor? Oh, ich sage... Oder beides. Wir töten einfach die übrig bleiben. Auch gute Taktik. Ja, klingt gut. Ich denke, wir schauen mal, wie sie sich gegen uns gegenüber verhalten. Der Clan Vor. Die hier wissen ja noch nichts davon, dass wir Gulli getötet haben und seinen Mann. Aber vergesst nicht, die Balliste zu bemannen. Nur für alle Fälle. Ja, kannst einen von den Lux-Plünderern dazu abstellen. Können wir ihn ja von Vincenzo abstellen? Vincenzo Lux abstellen. Okay. Die ist immer noch da anscheinend. Ja, Vincenzo sollte vielleicht schon mitkommen. Wirklich? Okay, oh Gott. Wahrscheinlich. Klar, ich stelle Lux eigentlich selber ab. Die ist immer noch an Bord anscheinend. Naja, das ist doch die Crew, was hier gar nicht hingehört. Ich weiß doch. Crew. Gut, ihr kommt dann oder fahrt an die Küste, an den Sandstrand, sodass ihr ins Wasser springen könnt. Und nachdem ihr gelandet seid und euer Langschiff an Land gezogen wurde, bereitet eure Mannschaft in Windeseile ein einfaches Lager vor. Es wird da so eine leichte Barrikade vor dem Boot aufgebaut. Die Balliste wird in Richtung des Waldesrandes geschwenkt. Und ihr scannt so ein wenig die Umgebung und seht im Norden, dass sich dort Hügel erheben, die von einem dichten, immergrünen Wald bedeckt sind. Alles ist in Eis und Schnee gehüllt und auch unter euren Schuhen knirscht der Schnee. Obwohl Björn da auf der Hohen See eigentlich für eher warme Luft gesorgt hat, ist das Ganze hier ziemlich unberührt von deiner Elementarkraft. Auch gar nicht in Reichweite. Ihr hört auch alle in der Ferne das Rauschen von Wasserfällen oder von großen Wassermassen, die in die Tiefe stürzen. Wahrscheinlich weiter flussaufwärts von der Mündung des Flusses, der aus dem Wald hinausragt. Das ist sonderbar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder diesen Boden betrete. Und warum nicht? Naja, ich hatte bereits erzählt, dass ich in diesen Ländern hier nicht besonders beliebt bin. Aber wir sind Plünderer und Plünderer plündern und die Einzigen, die wir wirklich plündern können, sind die Beendur. Ja, und diese Rauchschwade da am Horizont... Rolf fleckt sich die Lippen. So ein schönes Beendur-Dorf. Wir müssen doch eh unsere Vorräte aufstocken. Ja, ich halte euch nicht auf. Macht vor allem Ding mit den Soldaten Sandrix das, was ihr wollt. Ich habe gehört, da gibt's Kapellen und die sind nicht befestigt. Und da ist so viel Gold, so viel vertragen können. Vielleicht haben die auch Met. Nein, das werden sie nicht haben. Doch. Weißt du doch gar nicht. Wir haben Beendur-Wein, das weiß jedes Kind. Ich bin dafür, wir holen uns einen Braumeister von denen. Und entführen den einfach. Du meinst einen Winzer?
Wenn der so heißt, der Braumeister, ja, dann halt den. Ist ein Winzer nicht nur für Wein? Richtig, die machen auch nur Wein, ja. Im Holzkopf. Ja, mit. Aber warum? Facepalm von Nocknock. Naja, das, die Bendur-Lande sind sehr, wie sagt man bei euch, landwirtschaftlich. Und naja, eins zum anderen, Wein wächst hier. Warum dann also nicht Wein machen? Weil Wein besser schmeckt. Ja, genau. Besser schmeckt wie was? Hier ist ein bisschen Honig drin. Wie Wein. Ja. Obwohl Honig. Mancher Wein schmeckt auch gut, wenn er süß ist, ja. Mit Honig. Ich fand ja euren Met immer etwas zu süß. Ich guck mir gerade mal so die Landschaft an. Welchen Monat haben wir gerade? Also ist gerade ja, ist der dritte Winter in Folge. Nee, ist eher, ich glaube, später Sommer. Ist eh noch durchgängig wie Winter hier gerade. Ich guck mir halt die Gegend an. Du sag mal, Kasimir. Wie sollen denn die Weintrauben wachsen? Knock, ich weiß ja nicht, ob du den Primer dieser Kampagne gelesen hast, aber seit 3 Jahren herrscht überall auf Grimnia und auch in den Bendulanden ewiger Winter. Naja, aber ich dachte, es wäre etwas wärmer hier. Wisst ihr, wo kein Winter herrscht? In der Hölle anscheinend, da war mich schön warm gewesen. Ach, ich... Oh nein. Geht einfach. Ich halte das nicht mehr lange aus. Jetzt machen die in der Hölle auch Wein? Wie haben die denn überhaupt noch Wein, wenn sie die ganze Zeit 3 Jahre nichts mehr anbauen könnten? Man hebt Wein auf, man versäuft nicht sofort alles. Meine Güter. Ja klar, das verstehe ich, weil es nicht so gut schmeckt. Das, was ich gehört habe, sind die ganzen Bendo alle Schluckspechte. Ach, ihr seid Banausen, Vollidioten allesamt. Dabei fällt mir auf. Kasimir ist lustig. Sag mal, Kasimir. Ja. Warum trinkst du eigentlich nicht? Ich dachte, du bist ein versoffener Sack. Trinke nicht so viel wie ihr, aber wenn ich in Stimmung bin, auch etwas, was hier sehr, sehr schwierig wird. Weil jedes Mal, wenn getrunken wird, ihr anfangt, unsägliche Lieder zu singen, herumzutanzen und Mobiliar zu demolieren. Wir sind halt Tanzbären. Ja, das stimmt. Was daran falsch? Ja, da habt ihr euren Grund. Wir haben noch gar nicht darauf angestoßen, dass wir sicher gelandet sind. Skoll! 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 Ja, ich gönn mir erstmal ein Methorn, wa? Also ein Horn. So macht man das! Ich weiß nicht, was ich machen werde, wenn wir die noch haben. Und dann werde ich erstmal meinen Wasserbeutel da auskippen und mit ein bisschen Wein füllen. Let's go. Nun, wer soll denn auf dem Schiff bleiben? Soll ich mitkommen? Und überlassen wir das jemanden von den Örn? Ja, die kriegen das schon hin. Wenn es ernst wird, haben sie ja immer noch eine Balliste. Ich meine, hat Törgert, sie heißt nicht Ahnung von der Führung? Ja, sie scheint mir ganz fähig zu sein, auch wenn sie erst in die Rolle rein katapultiert wurde. Ja. Aber sowas macht ja nur härter. Richtig. Ich glaub, wir können sie einstellen. Ziele kommt dann auch so hinter Rolf hervor. Ich darf dann auch mit, du hast mir versprochen. Oh, ja, komm ruhig mit. Aber halt ist das eine gute Idee, das Mädchen mit in die Feindeslande? Ja, ich passe schon auf sie auf, komm. Ich meine, wir laufen in den Kampf rein. Wir wollen ja aufs Dorf plündern. So ein kleiner Zwerg nimmt die Ziele hochgepackt. Wie wär's, wenn wir Ziele die Verantwortung übertragen? Ja, in der Hinsicht seid ihr zu zweit so groß wie einer von uns. Oh, stimmt, warte mal. Ich habe hier noch einen Umhang. Hängen wir den mal um. So. Ja, es ist allgemein sehr kalt hier. Und ihr müsstet echt jetzt Winterkleidung anlegen, um nicht in den Pausen zu erfrieren, in denen ihr euch nicht bewegt. Auch als Bär. Nun. Ja, ist aber auch nicht gut. Ja,
Schaden. Irgendeiner von euch hat letztes Mal so eine dicke Wolldecke aufgehoben, das weiß ich nicht. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Stimmt, das ist meine. Die haben schon hier keine aufgeschrieben. Meine. Inkbottle, Bedroll. Ja, ich hab die. Ich hab hier Winterblick, jetzt zieh ich einfach mit rüber. Ich hab eine Wollnashornddecke. Ja, ja, stimmt, die haben wir extra gemacht. Oh, Kasimir, ja, komm mal her. Halt mich doch rein. Was jetzt der noch? Der setzt sich dir Sita am Rücken. Hier, mach sie mal warm. Mit der Decke. Dann husche ich noch da so runter und dann quasi so links von dir kommt dann noch so ein Kopf aus dem Ding. Du, ich bin auch drunter. Schön warm, danke. Keine Sorge. Du hast was gut bei mir. Das freut mich jetzt aber. Freidrinks. Oh. Darfst du das mittrinken nächste Mal? Und vielleicht singe ich sogar für dich. Das freut mich. Ah, oh, Grießkram. Mit sowas hier? Nein. Heid, Armor. Na, was denn? Ja. Fake Fours and Pearls. Also, keine Ahnung. Ja. Ich hab die hier. Ich zieh Heid, Armor über meine Studded Leather Armor. Ja. Naja, einfach aber passt, wenn du die quasi dir ein bisschen zuschneidest, ja, dass es drüber passt. Ja, gut, ich würde halt quasi nicht mehr als richtige Rüstung nutzbar. Der eine ist aber von Nö, ist ja egal, die Studded Leather ist ja eh besser. Ja, ihr seid doch beides. Ich hab beides, ja. Also, na, ich hab Decke. Jemand hat eine Wollnashorn-Decke. Der Rest muss erfrieren dann. Jo. Ansonsten stecke ich mir halt meine Bedroll über den Kopf. Und macht dann oben so ein Loch rein. Wie so ein Sack. Musst du so Ohrenschützer machen. Ich will dich da kämpfen sehen mit der Ding drin. Ich mach mir zwei Löcher rein für die Augen. Und dann habt ihr der laufende Schlafsack und Schildralle. Wir müssen das Dorf einfach sehr, sehr schnell überfallen und ausnehmen. Richtig. Die haben bestimmt Decken da. Bestimmt. Und vielleicht Rolf guckt dann in Irsas Richtung. Willst du uns anführen? Oder du, Kasimir, wenn du die Lande kennst? Ich kann gerne mit vorangehen, aber wenn wir schon jemanden haben, der die Lande kennt, ist das, glaube ich, am besten. Ich bin jetzt auch nicht allzu weit herumgekommen. Ich habe immerhin einen Großteil meines Lebens, die Hälfte meines Lebens, in einem Dorf verbracht, an einem Fleck. Wo war denn das Dorf? Von hier raus finde ich es nicht. Oh. Na dann, Irsa, vertrauen wir auf deine Expertise. Besser ist es. Na dann, auf geht's. Irsa kann das. Vielleicht kann Sölf ja seine Artgenossen rufen oder erschnüffeln oder sowas. Ja, das soll ich rufen, damit wir die abschlachten können hier. Okay, Irsa, gib mir mal, warte mal. Das kann ich doch hier anfordern. Was willst du haben? Ja, warte. Oha. Den Wurf hier mit Disadvantage. Ach, hätte ich machen sollen. Warte. Wo, oh, glaub ich dann, ne? Was mit Disadvantage? Ich weiß es nicht. Ja, hat er Disadvantage genommen. Okay. Es ist auch sehr neblig mittlerweile geworden. Dichte Nebelschwaden hängen zwischen den vielen Tannen. Aber du kannst einen kleinen ausgetretenen Pfad in den Wald hineinfinden, der näher auf diese Rauchschwaden am Horizont hinführt und anscheinend auch auf den Wasserfall. Denn das Plätschern wird immer lauter. Und die kalte Luft, die euch umgibt, verwandelt jeden Atemzug in ein eiskaltes, nebliges Keuchen, als ihr dort durch den Frost stapft. Seit ungefähr 3 Stunden unterwegs. Was ist meine Zeit hier? Da. 1, 2, 3. War ja schon Mittag. So, 16 Uhr, die Sonne senkt sich auch langsam hinab und der Nachthimmel zieht auf. Sieht ungefähr jetzt so aus wie auf dem Bild. Da kommt ihr an die Wasserfälle. Oder den Wasserfall. Das ist ein ziemlich gigantischer. Gab es auch hier hinten nur ein Bild von? Die Bendu-Niagara-Fälle. ihr klettert erst nach oben, folgt dem Weg und irgendwann wird die Anhöhe ein wenig flacher, geht dann im Nordwesten weiter.
Im Osten fallen Felsen und Bäume ab und geben den Blick auf den Wasserfall frei, der in das darunterliegende Tal stürzt. Das Wasser selber bildet mehrere kleine Bäche, die sich in verschiedene Richtungen davon schlängeln. Der Nebel des auf dem Boden auftretenden Wassers verdeckt die Sicht auf das, was unter euch liegt. Aber ihr hascht einen Blick auf mehrere schwelende Gehöfte. Oh nein, wir kommen zu spät. Alles. Idioten. Enttäuschend. Aber da vorne sieht doch gut aus. Auf alle Leben. Du kannst mir nochmal einen Perception-Wurf geben. Also. Mhm. Willst du noch so einen Anfang stellen oder soll ich so? Nee, das war mir zu aufwendig. Ist kein Problem, würfel ich dir so. Gott, war eigentlich normal dann, oder? Auch mit Disadvantage. Konnte man ja den Skelettkampf nochmal kurz rasten? Ja, konntet ihr. Ach, weiß ich, ob du das jetzt gemacht hast? Ich habe noch nichts bekommen, jetzt kommt was. Dann kriege ich nämlich meine Keypunkte zurück. Mit oder ohne war. Ich habe den Tastenkürzel vergessen. Ob es alt irgendwas war, glaube ich. Oder? Ja, es war mit Advantage, aber du hast eh zweimal dasselbe gewürfelt. Ach, guck mal. Easy. Reim, Zahme 1. Es braucht ein wenig, ungefähr eine Stunde, bis du am Rande des Wasserfalls einen Abstieg findest, wo du auch mehrere Holzstufen siehst, die dort befestigt sind, die wohl zum Dorf runterführen würden. Aber die sind durch den ganzen Wassernebel und sonstiges ziemlich vereist und rutschig. Also das müsste mit Akrobatik überquert werden. Schaut mal da vorne. Da geht ein Pfad lang. Aber es sieht so sehr fällig aus. Alles vereist. Die Alternative wäre, das Plateau einfach normal runterlaufen ins Dorf. Das wird dann aber bis zum späten Abend dauern. Also ich sag jetzt schon mal, das werde ich nicht schaffen. Warte mal, dafür haben wir doch extra was mitgebracht. Lieber schnell, bevor alles wegbrennt da. Wo ist denn? Habt nicht unrecht. Hä? Wir fürchten, wenn wir den normalen Weg gehen, sind wir bis heute Abend beschäftigt. Hier, dafür haben wir doch die extra. Das ist machbar. Können wir die posten? Hier. Sehr schwer sieht es jetzt nicht aus. Sind die nicht, um Zelte festzumachen? Ich glaube schon. Nee, nicht wirklich, oder? Nee, ich glaube, das ist in so einem Dungeons Explorer Kit, ne? Ja, normalerweise sind das wie so mit dem Seil, wie so als Widerhaken gedacht. Ja, das sind so Kletterhaken, genau. Eieiei. Ich könnte sie verteilen, ich hatte von 10. Oh Gott, ich weiß nicht, habe ich davon was? Ich glaube, die hat jeder, der das richtig gekittert hat. Ja, gut, okay. Ich hab's so tatsächlich nicht. Ich habe Hammer und hab die dann. Ich würde quasi so vorgehen und wir haben auch ein Seil, da würden quasi das Seil immer so dran, dann den letzten wieder raushauen und dann wird was ein bisschen länger dauern wahrscheinlich, aber. Im Rucksack hab ich auch welche, ja. Ich hab keine. Ja. Aber wenn wir das geht. Klong, 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 klong. Aber wenn wir das wie so eine Eisding machen, dann klingt das ja eigentlich ganz gut. Wie so eine Expeditionstruppe hier. Okay. Nach Seilen. Was würfeln wir? Ja, weil ich mache einen Wurf fertig. Akrobatik. Gute Frage, braucht jemand noch Pfeile? Nein. Ich weiß nicht, was ist mein Vorrat? Akrobatik? Oh, das habe ich Vorteil, hab du hast gesagt. So, mit Advantage. Wer die hat, der darf. Oh ja, den Vorteil nehme ich gern. Ich hab, gut, da habe ich die nicht, dann muss ich ja normal würfeln eigentlich. Aber ich finde es krass. Ich hab's auch so geschafft, scheiß drauf. Dann habe ich hier weniger. Warum sind wir alle so krass? Weil der DC nicht so krass ist. Alter, naja, trotzdem, easy. Der macht die Bobfahrt. Also mit 3 Saltos. Er macht die Bobfahrt in den. Aber 12 reicht anscheinend auch. Alter, ja. Vincenzo, weißt du, mit der Fullplayer-Armor, der zeigt das alles, wie es geht. Der rutscht einmal aus. Hat er gedacht, er würfelt sogar? Wie so eine Bahn nach unten. Ja, er nutzt einfach seine Arme als Rutschplatte. Ich wollte ihn eh nicht in den Wurf mit reinnehmen, aber dann war es schon geschehen. Jetzt ist es egal. Ach nee. Das ist quasi. Er benutzt ihn als Schlitten. Wir reiten überall. Ja, herzlichen Glückwunsch. Keiner von euch stürzt in den nassen, kalten Tod und kommt unten als Pfannkuchen auf, sondern ihr klettert sehr vorsichtig da an dieser improvisierten Treppe entlang. Und könnt dann
Und kommt dann quasi hier unten ins Tal des Wasserfalls. Was seht ihr dort? Am Fuße des Wasserfalls macht der Lärm des in den Fluss plätschernden Wassers eine Unterhaltung fast unmöglich. Ihr hört euch alle fast gar nicht. Aber der Lärm wird dann irgendwann zu einem dumpfen Dröhnen, als ihr die Gehöfte erreicht. Die Gehöfte, wo sind sie? Das sieht danach aus. Alle Gebäude in diesem ehemaligen Dorf sind ausgebrannt und schwelen vor sich hin und nur die Fundamente stehen teils nur noch. Es scheint, als hätten hier einst etwa ein Dutzend Bauernfamilien gelebt. Um die zerstörten Gebäude herum liegen zahlreiche aus dem Wald gerodete Felder, auf denen hohe Weizenstängel unter dem Schnee hervorlugen und die nur teilweise abgeerntet sind. Ein Getreidespeicher in der Mitte des kleinen Dorfes brennt noch immer. Der Rauch, den ihr wohl gesehen habt, der steigt aus diesem Inneren auf. Kann man nur so blöd sein und die Nahrung verbrennen? Vielleicht haben wir vorher alles rausgeholt. Sieht mir nicht so aus. Sieht mir ja aus, als wären sie überfallen worden. Ich denke nicht, dass sie ihre eigene Nahrung verbrennen. Ja, ich kann halt sagen, da ist jemand... Es scheint, als wäre jemand vorgekommen. Naja, also... soweit ich mich erinnere, gab es durchaus einige Vorkommnisse, wenn ein lokaler Herzog gegen Plünderer vorgehen wollte, dass er den Bauern befohlen hat, ihre Ernte zu verbrennen. Aber... Naja... Typisch Spendor. Plünderer hatte nichts zu essen. Ja, die Bauern auch nicht. Erstens feige. Das ist richtig. Und zweitens, versauen sie einem dann noch das Beutegut. Aber seit wann scheren sich die Aristokraten um das Wohl der einfachen Leute, nicht wahr? Naja, eigentlich scheren sie sich schon um die Bauern. Sonst haben sie nämlich nichts zu fressen. Naja. Es gibt noch mehr Bauern. Ein Dorf können sie verkraften. Weiß ich nicht. Ich würde mal die, sag ich mal, die Weizen, den Winterweizen mal angucken, ob da dann was zu retten ist auf den Feldern. Ja, das ist alles sehr unter Schnee begraben, aber man könnte da tatsächlich noch ein bisschen was rausholen, was jetzt noch nicht total durchnässt ist und wegfaulen würde. Der Schneeeinbruch, der schien wohl irgendwie plötzlich gekommen zu sein. Wer sich so, Rolf guckt dann auch so rum im Dorf. Und wer sich sonst noch umgucken möchte, der kann das auch gerne mit einem Perception-Wurf tun. Auf jeden Fall. Bricht ein Haus ein und guckt, was zu holen gibt. Rolf? Ja. Weißt du, wir könnten ein paar Männer vom Schiff holen und die restlichen Felder abernten und dann ein bisschen mehr Nahrung bekommen? Du weißt schon, dass wir jetzt schon 5 Stunden gewandert sind. Naja, ich meine, wollen wir verhungern, oder? Wir könnten ein Rauchsignal senden, was sie, wenn wir Glück haben, verstehen. Nein. Aber es raucht doch schon. Kenne ich zum Beispiel anderes. So ein paar Rauchsignale. Die vielleicht die auch kennen. Kurz, lang, lang, kurz. Mit so einem Teppich. einfach so ein Gerstenfeld oder so ein Weizenfeld in den Himmel rauchen, ey. Gab's da nicht sogar so das Verarschte von Bully Herbig hier? Mit ja, so ja, mit dem ja, ne? Mit dem Piggy-Beil, was einfach oben dann erschien. Ja, der Klappstuhl, genau. Ja. Ja, wenn du das machen willst, kannst du mir mal einen Survival-Wurf geben, ob du da irgendwie auf dich aufmerksam machen kannst. Oder Nature. Nicht lieber Nature. Das da hilft dir Intelligenz aber auch nicht, da musst du ja irgendwie hinkriegen. Nämlich Nature, hallo. Ja. Versuchst irgendwelche Rauchgestalten. Ich würde tatsächlich Inspiration dafür benutzen, wenn das nicht funktioniert. Ja, bis jetzt sieht es eher komisch aus. Okay, ich nehme die Inspiration mal weg und ich würde nochmal Nature entwürfeln. Ne? Komm schon. Ah, okay. Ja, du findest, oder Rolf gibt dir auch noch einen Beutel mit seltsamem Pulver. Sagt, hier, werf das mit ins Feuer. Und du bemerkst, dass die Flammen sich, oder der Rauch besser gesagt, sich dann ein wenig rötlich färbt.
Du kannst damit ein interessantes Signal herstellen, was vielleicht von euren Männern gesehen wird oder von auch anderen vielleicht. Ist egal, wie machen wir das hier im letzten Fight, machen wir die weg. Okay. Und du wolltest dir, das Silo angucken? Knock, knock? Nee, ich nicht. Ein anderer wollte das, glaube ich. Erstmal wollen wir dann die anderen. Ihr, oder nee, nicht alle, Björner und Irsa, ihr beide seht blutige Spuren im Schnee. Immer mal wieder, die aus den Häusern herausführen auf die Straße. Und ihr seht menschliche Fußabdrücke, manchmal sogar nackte Füße und auch Wolfabdrücke. Würden die weiter rein ins Land oder eher raus? Die Wölfe zum Teil auch wieder hinaus, die menschlichen leider nicht. Die führen alle zum Getreidespeicher. Und der brennt nicht, nehme ich an. Doch. Ja, doch, der brennt. Doch, der brennt auch, okay. Der brennt innen drin anscheinend lichterloh. Jetzt wisst ihr, was da drin brennt. Kannst du ja gucken. Nicht die Nahrung. Sollte ich machen mit, aber nicht alleine. Ich würde dann halt auf die anderen warten und dann mal darauf hinweisen. Ich glaube, wir sollten uns den Getreidespeicher mal anschauen. Die Spuren führen dahin. Der ist kaputt. Ich wollte in Häusern nach Beute suchen, aber na gut, dann gehen wir zum Speicher. Warte noch kurz, ich muss kurz hier. Und dann währenddessen war ich halt die Rauchsignale. Flattermeer. Okay, eine kleine Gruppe von euch bricht dann zum Getreidespeicher auf. Und ihr bemerkt schon aus der Distanz, dass dort zahlreiche zerfetzte und zerstückelte Leichen davor, teils auch da drin liegen und gerade verbrannt werden. Aber anscheinend haben die Leute, die das hier angestiftet haben, nicht alle verbrennen können. Manche von den Leichen draußen haben schon einen leichten Frostüberzug und liegen dort unter dem kalten Himmel. Für die anderen ist der Getreidespeicher zum finalen Scheiterhaufen geworden. Ich würde sagen, hier wird klargestellt, dass sie bereits vor uns geraidet wurden. Siehst du, Siede, das ist da passiert, wenn wir einen Überfall machen. Das ist ja grausam. Die armen Bauern. Ja, damals hat sich das hat es sich erledigt mit dem vor uns aufstocken. Schade. Ja, lebt da noch jemand? Ja, du willst du die Reihen abgehen? Ja. Du stupst mehrere von den ja, fast schon vereisten Leichen an, aber findest keinerlei Überlebende. Ja, ich denke, hier kann niemand mehr reden. Ich weiß nicht, wie weit das vorher ausgebreitet ist. Ist noch irgendwas Brauchbares zwischen den Leuten? Irgendwas? Was versehen und nicht übersehen wurde. Die Malche plus 2 Axt. Die war ja bei den Bauern. Ja. Die mit einer 18 One-Hitted. Zum Feld bestellen. Gib mir mal einen Investigation-Check. Mhm. Ah, nee, gut. Naja, gut, egal. Wird schon werden, ne? Nee. Du findest nichts. Was? Janine. Nur Tod und Verwüstung. Jetzt wünsche ich mir fast, ich wäre an Bord geblieben. Knock wollte ich mitnehmen. Bin ich schon wieder bei denen oder bist fertig, ja. Okay. So, ich bin wieder da. Was ist passiert? Naja, schau dich um. Keine Überreste, nichts. Alles leer geplündert. Die Dilettanten haben ja nicht mal alle verbrannt. Das gute Essen, die Vorräte, alles weg. Ach so, wir sollen die verbrennen. Ah ja, stimmt. Ja. Ich fange mal an. Fängt an, sie sind zum Feuer zu ziehen. Ja, Vincenzo, die festgefrorenen da am besten auch ins Feuer schmeißen, danke. Rolf guckt sich das Ganze an. Das sind ganz schön viele, da müssten wir ein ziemlich großes Feuerchen errichten. Das wird einige Zeit brauchen. Ja, schmeiß die einfach auf die anderen drauf, die sind ja schon zum Teil verbrannt. Komm, ich mach ein Stück Holz, dass ich dir auch das so. Wir werden auf jeden Fall den Rest des Tages damit
verbringen. So mager Kaba ist Klingmark, man kann so eine Kette machen, einfach eine Leiche. Oh Gott. Wenn die das macht, dann möchte ich Wache halten dabei. Okay. Ich meine, wir haben gerade ein riesengroßes Leuchtfeuer hier abgegeben, ne? Also Knock Knock. Seht ihr, das ist eigentlich. Eigentlich ist es nicht so, wie es aussieht. Das passiert normalerweise gar nicht. Meistens sind sie eingeschüchtert. Du musst wissen, die Bendor sind Schisshasen. Ich habe mal eine Frage zu eurem Glauben. Und zwar habt ihr nicht nur die Leute verbrannt, die im Kampf gefallen sind? Rolf guckt sich das Dorf an und die sind ja wohl im Kampf gefallen. Naja, das hier kann man schwer einen Kampf nennen als ein Abschlachten von ein paar unbewaffneten Bauern. Er wurde mit Waffen geführt. Kampf ist Kampf. Auch wenn eine Seite schlecht handelt ist. Von Seiten der Angreifer, ja. Zumal oft die Dorfhüten auch einst Raider waren. Und oft durch Verletzung oder Alter oder diverse andere Sachen dann sich niedergelassen haben. Ich glaube, hiervon war niemand Raider. Das sind alles verbrannte Bendur. Jedenfalls vielleicht. Wie wär's denn, wenn einfach nur die Leute verbrennen, die hier vorne Wunden haben und die hinten Wunden haben, sind wahrscheinlich weggerannt. Eigentlich smart, ne? Ich weiß nicht, ob wir unsere Zeit damit verschwenden sollten, meine ich. Was denkt ihr denn, was wir tun sollten? Also wenn ihr wollt, dass diese komischen Leichen aufstehen und den Arsch beißen, meinetwegen. Ich will's nicht. Bis dahin sind wir schon längst weg. Was sollte es mich kümmern? Typischer Bendur. Urs nimmt sich wieder in der Hand mit als Souvenir zum Verschenken. Kasimir, versteht mich nicht falsch, aber ihr habt eben gesehen, dass diese Kreaturen durch Portale erscheinen können. Wenn also dadurch Untote entstehen, die sich hell holen kann, kannst du uns die so oder so hinterher schicken, egal wo wir sind. Ihr verdreht ein paar Aussagen. Die Untoten, die uns durch die Portale besucht haben, benötigen überhaupt erstmal ein solches Portal. Wir haben bisher sie im Meer getroffen. Wir wissen, dass so ein Portal in der Nähe von Felsspitz existiert. Dass Untote ebenfalls aus der Erde wieder auferstehen, haben wir schon vorher gemerkt. Wenn wir jeden Toten, dem wir über den Weg laufen, verbrennen wollen, dann werden wir keinen Schritt weiterkommen. Wir können uns darum kümmern, das Problem an der Wurzel zu packen, oder wir können versuchen, jedes Symptom auszuradieren. Ist das schon als Ketzerei? Siehst du hier? Wenn du uns hören kannst, Heel, das da ist der Bösewicht. Lass uns in Ruhe. Ich kann sie mir, wir brauchen den von diesen Toten in Valhall. Richtig. Nachdem ihr sie vorher abgeschlachtet habt. Ich weiß ja nicht. Wir haben gar keinen abgeschlachtet. Aber Das macht erstmal nichts aus, wie sie gestorben sind. Wenn sie im Kampf gestorben sind, haben sie eine solche Beerdigung verdient. Den Tod eines Kriegers gestorben. Vielleicht im Wegrennen, vielleicht beim Schutz ihrer Familie, wir können es nicht sagen. Ich finde das persönlich zynisch, sie zuerst als Plünderer umzubringen und danach ihren Tod als Heldentod zu feiern. Aber macht doch, was ihr wollt. Die Plünderer haben doch gar nicht sie umgebracht, du Holzkopf. Das waren die Clan War. Und das waren keine Plünderer? Nein, die kennen wir nicht. Ach. Die gehören nicht zu den Plünderern. Plünderer sind ihr wohl. Hört euch doch nochmal selbst zu, wie ihr redet. Hab ich jetzt was Falsches gesagt? Das sind doch keine Plünderer. Ignoriert den Ketzer einfach. Also Kasimir, du machst das alles sehr schwierig. Ich weiß nicht warum. Ich mache nichts schwierig. Ich Tote ins Feuer. Ist doch ganz einfach. Richtig. Seit Ahnengedenken haben wir das gemacht. Und wir sind immer gut gefahren. Macht doch, was ihr wollt. Ihr Barbaren. Seit wir Fuß auf dieses Land gesetzt haben, ist der ganz schön starrelig geworden. Ich auch nicht. Was macht eigentlich die Bände mit ihren Toten? Einfach liegen lassen? Wir vergraben sie normalerweise in der Erde. Ja, kannst du schon mal anfangen zu buddeln. Das wird ziemlich schwer bei dem vereisten Boden.
Ja, das werde ich auch nicht tun. Ich kenne diese Leute nicht. Ich habe keinerlei Verbindung zu ihr. Ich fand diesen Totenkult eh immer schon etwas sinnlos. Okay. Naja, jedem das eine, ne? Ich höre da einen Atheisten raus. Nein, ich weiß, dass die Götter existieren. Ich glaube auch an sie. Aber ich glaube, dass man die Götter dadurch erst. Du glaubst an sie, aber du machst nicht, was die sagen, was du tun sollst. Ihr Götter, hört mir zu. Ich glaube an euch, aber ich verbuddel die Leichen nicht. Nein, warum sollte ich das tun? Ich glaube, dass man im Leben den Göttern viel besser dienen kann als im Tod. Ich glaube, dass die Götter relativ wenig Interesse daran haben. Zumindest unsere. Hast du gehört, Hel? Er denkt, dich interessiert's gar nicht. Wenn ihr sie verbrennen wollt, macht es, verschwendet ruhig unsere Zeit, aber ja. Das ist Zeit, das ist nicht Mutter Gunbark hören, Jüngchen. Das ist gut investierte Zeit. Wir hätten schon längst fertig sein können, hättest nicht so viel gelabert. Und es ist wärmer. Wir hätten auch schon längst weiterziehen können, hättet ihr hier nicht angehalten. Kannst du eigentlich längere angehalten. Kannst du eigentlich mit deinen Feuerfäusten die Bäume umboxen und dann wird's wärmer? Was? Safe. Also steht nichts dagegen drin, aber ich glaube. Ich glaube, das ist ein bisschen broken. Was dagegen. Kannst du mal ausprobieren. Oh no. Was passiert? Probier's mal aus. Oh no. Kommt der Hel 2.0 und zieht er nicht auf diesen Bendor. So diese unterschwellige DM-Drohung. Ich hab 50.000 magische Bäume. Verbrennt sie halt. Hat unser Schiff eine Aura? Ja, ein Krolf. Achso. Ja, Rolf fängt dann schon mal an, einen Scheiterhaufen aus den Trümmern einiger Häuser zu errichten. Ich würde helfen. Guck mal, die einfach an die. Wie heißt das da hier? Die Kamera reinwerfen, die schon brennt. Na, wie gesagt, da ist nicht mehr viel Platz. Komm, Siete, wir geben den. Aber ja, einige passen da auch wieder rein. Die letzte Ruhe. Und ich sammle mit Siete ein paar Stöcker. Ja. Nicht ein paar Leichen? Nein. Das überlasse den Starken. Ja, ihr braucht tatsächlich den ganzen Nachmittag bis zum Abend, sodass ihr auch schon langsam dran denken könntet, hier auch ein Lager aufzuschlagen, es sei denn, ihr wollt in der Nacht durchmarschieren. Gibt es noch stehende Häuser, wo man lange Rast machen kann? Es gibt so ein paar Häuser, wo man zumindest Decken hinhängen kann, um nicht den Elementen ausgeliefert zu sein, aber eine lange Rast ist hier nicht möglich. Dann kurze Rast. Okay, dann baut ihr euer Abendlager hier auf. Ich hoffe, Siete hat auch ihre ganze Reisegepäck mitgenommen. Natürlich, die ist im Winteranorak unterwegs. Ja, Zelt und Bettzeug. Kochtopf. Die hat ja was gekauft gehabt, oder? Hat die irgendwas? Nein, nein. Ich hab auch einen Kochtopf, Siete, guck mal hier. Und dann zeig ich dir den Helm. Es ist etwas verbeult, aber... Tipptopp. Schlagt das so ein bisschen außerhalb vom Dorf auf, weil euch das dann doch ein wenig gruselig erscheint und weil ihr so die Straßen besser im Blick habt für die Nachtwache. Seht dann aus der Ferne das Feuer des Scheiterhaufens die Nacht erhellen. Und auf einem Ast in tiefem Wald sitzt irgendwo ein Rabe, der kräht. Und der Spielleiter schreibt irgendwas in sein Kampagnenbuch. War ein Fehler, was wir gemacht haben. Nee, das war gut. Wichtig und vielleicht auch richtig, wer weiß. Ihr euch ereilen dann süße Träume. Ich denke mal, ihr macht abwechselnd Nachtwache. Oh ja. 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 Safe. Okay. Doch irgendwann sind die Träume gar nicht mehr so süß. Ihr alle träumt dasselbe. Ihr seht vor euch einen geschwollenen gelben Mond, der aus den Nebeln hervorlugt, und einen Felsvorsprung hoch oben in den Bergen,
auf dem ein zotteliges Tier steht, den Hals verrenkt, das Maul geöffnet, als wolle es den Mond verschlingen. Eine Frau steht neben dem Wesen. Sie sind beide in Schatten gehüllt, ihre Gesichtszüge sind nicht zu erkennen, aber es ist so, als ob ihr spürt, dass sie euch beobachtet. Dann dreht sich die Frau um und erst dann fallen euch die stechenden, eisigen Augen auf, die euch fixieren. Und in dem Moment heult die Kreatur und ihr schreckt aus eurem Traum auf, nur um noch mehr Heulen um euch herum in der Nähe zu hören. Wer ist bei der Wache eingeschlafen? Ich will zurück zum ersten Traum. Rolf hat anscheinend gerade Wache und rüttelt euch wach. Das ist mir nicht geheuer. Wolfslaute aus den Wäldern. Oh, wenn ich gerade Wache halte, mich draußen. Ja, also ich habe eine schwarze Map mit ganz vielen schönen Assets. Dann aber am besten nochmal F5. Warte mal. Ja, ich habe hier. Heute ist ja ein Wurm drin. Ist halt dunkel. Eigentlich nicht. Hab ich eigentlich kein Zelt gehabt? Oder ist das hier ein Zelt, wo ich hier drin bin? Doch, ich sehe Dinge. Passt. Ach, das ist ein Zelt. Sieht voll komisch aus, wenn man da drin ist. Ja, bleib mal in den Zelten. Ja. Ich hab immer geguckt, ob man da draußen. Vincenzo in einem Zelt schlafen, ey. Was für eine Scheiße. Hell no. Was ist das denn? Ihr schreckt alle auf von diesem Wolfgeschrei und Rolf guckt einmal um die Ecke und sieht dann auf der Straße, die in das Dorf reinführt, sind tatsächlich Wölfe antrappeln. Sie werden angeführt von Menschen, die Rüstungen mit dem Zeichen des Clan War tragen. Natürlich. Initiative. Das ist super. Sind wir wieder richtig ready. Knock, knock ist schuld. Ja. Wo bin ich denn gelandet? Da ist mein Bett. Ah, ist das, das da? Ja, guck mal, jetzt habe ich Vollgas. Let's go. Wie viele tausend Wölfe sind hier wieder? Ich verstecke mich in mein Zelt. Okay. Genau. Deck über den Kopf. Kann ich nicht sehen. Ich spiele Bären, Teppich. Der Kampf beginnt. Allen voraus reitet ein riesiger weißer Wolf auf seinem Rücken. Ein Anführer des Clan War. Dieser Wolf wird anscheinend als Reittier benutzt und prescht voll in das Lager vor mit seinen beiden Aktionen. Okay, what the fuck? Was ist das bitte für ein Vieh? Ich sehe noch nichts, aber mir ist schwarzer Bildschirm noch. Dann musst du mal deinen Speicher clearen. Ach, ja, die deswegen voll. Bin ich gerade dabei. Das, es sieht da nichts auf der Aufnahme, das ist halt das. Ja, ist egal. Hier ist es dann. Ich steck auf, sehe das gut, die guten Herren da vorne ja. Und da ich ihn von hier aus schon sehen kann. Oh, ich kann ihn auch schon sehen. Also würde ich sagen. Ich habe auch noch nicht gewürfelt, ne? Achso, warte. Kannst ja gerne mal kurz für mich machen. Ist Vincenzo drin? Kommst du erst spät dran. Ja, Vincenzo ist drin. Au, ich hab vergessen, dass es so laut war. Ah ja, jetzt sieht's schön. Probier es. Wenn du auf ein Feld hier hingehst, hast du auch einen besseren Wurf. Was? Jetzt wird, glaube ich, minus 2 abgezogen, weil es 12 im Weg steht. Normalerweise dürfte ich keine Abzüge haben. Die Sharpshooter habe ich nicht an, ne? Aber das ist passiv. Ja, nee, das, ja, okay. Ich weiß nicht mehr. Trifft aber sowieso nicht. Nee. Und so sage ich, dass er erstmal auf Wut bleiben soll. Dass ich bereit machen soll, falls irgendwas näher kommt. Und das wäre es dann von meiner Seite aus. Kasimir. Ich hab schon mal die Aura angemacht für euch alle. Die, Meinst du die Gegner? Also, Kasimir weiß ja, dass für die Gegner, ja, irgendwie Hunden ähnlich sind. Und dann können die wahrscheinlich auch gut riechen, ne? Hast du Riechsalz dabei? Nee, das leider nicht. Ich glaube aber nur, dass meine Unsichtbarkeit dann nur so halb effizient ist. Ja, na, gehen wir erstmal raus. Was sind da?
Also der da. So. Das schafft der Wolf nicht. Dann werden seine Gedanken mal etwas geschmort. Er schüttelt wild den Kopf. Ja, und dann wieder strategischer Rückzug ab ins Feld. Schwupp! Wir haben kurz rausgelunzt. Okay. Der Anführer auf dem Wolf wirft Äxte auf Rolf. Vom Wolf. Rolf. Eine segelt an seinen Elfenohren vorbei. Eine zweite folgt zugleich. Trifft ihn und macht ihm 5 Schaden. Ja, verdammter Dreckskerl! Und dann ist Urs dran. Hey. Bin ich schon eingeholt? Ja. Bin ich. Er eilt mal zu dem hin. Der reitet ja auf dem großen Wolf, ne? Ja. Wie ist das jetzt mit den Regeln? Kann man jetzt eigentlich ihn prone schlagen, wenn er reitet? Oder den Wolf? Oder wie? Haust du dann halt vom Wolf runter. Okay, dann versuchen wir das. Das klingt gut. Erst runterschlagen, dann Stiefelkreis. Erstmal draufschlagen. Mal sehen, wie er fliegt. Er fliegt nicht. Der Wolf reicht viel aus. Chris, wie ist denn deine Keypunkt? Eigentlich schon den Punkt wieder zurück, ne? Ja, schon, aber... Wo seid ihr denn alle? Okay, dann warte ich... Dann warte ich noch. Positionierung, gehen wir ein bisschen weiter. Okay. Hier oben der Clan Warmensch macht ein paar Schritte nach vorne und wirft dann seine Wurfaxt auf Urs. Die sind anscheinend irgendwie bedacht, im Hintergrund zu bleiben. Aber verfehlt auf die Distanz. Der da oben kommt auch ein wenig näher und tut es ihm gleich. Verfehlt aber auch. Dann steht Vincenzo in seinem Zelt auf und schwingt die magische Axt. Wolf oder den Anführer? Schlachte uns unser Essen! Was? Auch egal. Ja, stimmt dann auf den Wolf. Wolf kaputt. Hauptsache Smite. Ja, safe. Einfach mal schön den Wolf kaputt smiten direkt. Gut. Schön den Crit reinhauen. Er belegt den Wolf mit seinem Mark of the Executioner. Alter, jetzt geht's auch richtig. Ja, okay, jetzt rastet er richtig aus. Was ist das für eine Fähigkeit? Die hab ich nie gesehen. Die kenne ich auch nicht. Krittet er ihn besser. Ich versuche das dann auch gleich. Der hat so schon auf 8. Der war so schon auch, aber. First Level Smite, ja sicher. Smite! Alter, Doppel 1! Doppel 1! Was ist das denn? Das tut beim Zuschauen schon weh. Gott! Das war traurig. Schlimmer geht's ja kaum. Ey. Die Gottheit meldet sich. Ich will mein Smite zurück. Ach, kann der Einsen rerollen? Kann der Einsen rerollen, weil er die 7 irgendwie nochmal neu gewürfelt hat? Weil die 1, die erste, von dem W12? Möglich. Wahrscheinlich. Möglich. Ja, der hat irgendeinen Feed gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das für Slashing-Waffen, glaube ich. Ach nee, das war hier Great Weapon Bums. Dingsbums. Oder Sentinel. Great Weapon Fighting, das war's. So, da fliegt noch eine Axt auf Vincenzo, aber verfehlt ihn. Da kommen die Wölfe nach.
Der prescht bis hierhin. Alter, wie groß alle! Besser gesagt, bis hierhin. Und schnappt nach Vincenzo. Ja, die sind ein bisschen prächtiger als Sölf. Oh, der hat ja jetzt Packtaktiken. Da wird mir das Warnetz reingeklappt. Das macht. Gift of the Gem Dragon wird angewandt von Vincenzo. Knallt zurück. Ein okay. Punkt am Crit vorbei. Zwei Schaden. Das ist traurig. Ja, Vincenzo nimmt auch noch 5 Schaden. Ja. Okay, nächster Wolf. Das war der Wolf. Okay, wieder falsch angezeigt. Dann kommt halt der Wolf. Der stürmt jetzt auf Urs an. Greift dich auch mit Packtaktiken ein. Verfehlt aber. Björn da. Ja, ich drehe mich einfach um und schlaf weiter. Ne? Okay. Safe. Oh, schneit schon wieder hier. Na klar. Dann werde ich mal, stehe ich mal jetzt auf und kannst du nicht woanders irgendwo den Vincenzo anspringen? Hat er doch gemacht. Ich meine woanders, nicht hier. Ich war mal ein bisschen warm hier, ne? Das soll ja ein bisschen, die Ernte muss ja gleich eingeholt werden, da muss der Schnee schmelzen für, ne? Oh. Gut. Den haust du fast blutig. Fast blutig? Oh Gott, dann das sieht ja hier so nach einem Endkampf aus ein bisschen. Ne? Das ist der Bossfight. Irgendwie hinterhergelaufen in klaren Raum mit Wölfen. Und die werden so zusammengeschlagen. Das sind riesige Wölfe, aber. Also, guck mal, da ist ein Leader dabei. Das ist richtig. Deswegen zweimal lieber draufschlagen noch extra. Der sieht schwer verwundet aus, der Wolf. Kannst du leider nicht bezwingen. Okay, ein weiterer Wolf dort oben. Der kommt auch mal zu Urs. Der da die Frontline macht. Oh, jetzt werden so viele Wölfe hier. Das ist wie Natur. Ein nimm die Hunde weg! Nimm die Hunde weg! Die Aura schlägt wieder zu. Ein Strength Save. Diese blöde Aura. Droht dich in den Schnee zu drücken. Die hilft den Gegner mehr. Ich glaube auch. Ja, mit dem Pack Tactics noch. Ich krieg die leider wirklich mehr weg. Ich bin soweit im Plus auf der Aura drin. Du wirst umgeworfen. Oh. Wolf. Na gut, Vorteil haben die sowieso schon alle. Ja, das stimmt allerdings. Knock knock, kannst du mittlerweile was sehen? Tatsächlich schon, ja. Dann bist du dran. Okay. Ja, ich bei mir Crazy. Bin ich nicht reingerollt, das ist egal. Dann mache ich mal. Ich hoffe mal, ich kann überhaupt mich bewegen. Ah ja. Ich stehe natürlich ran mit meinem. Kann ich da stehen? Ja. Aber kann ich dann auch durch die Wand stechen? Foundry das erlaubt. Sollst mach mein Film nicht kaputt. Mach's anders. Ich renne einfach rechts rum. Und greift dann den hier an, weil der ist ja schon angeschlagen. So, diesmal natürlich ja. Wieder. Ja. Oh, wurde auf jeden Fall ein paar Mal gehittet. So, wieder mit dem Rapier. Stich, stich! Ja, jetzt habe ich Reaction zum Beispiel bekommen. Ja, eins, schön. Und. You have used the Reaction as well. Ja. Bin ja dran. Alter, 2-1! Alter, oh mein Gott! Ja, lucky! Ja, ja. Helios, bist du's? Ich bin rein. Huch, jetzt ist die andere Knock-Knock da. Ja, willkommen im anderen Knock-Knock. Kannst du die vielleicht so wechseln, dass die quasi die. Ja, welche ist jetzt bei dir der Kreis gerade? Die 7,18, die 7,18. Das ist deine. 7,18 meine ich, okay. Weil die andere gibt's halt nicht. Ja. Da oben kommt noch einer, der weiter mit Wurfäxten wirft. Irgendwie da in den Kreis, wo Urs rumliegt. Wird wahrscheinlich aber nichts. Ja, nee. Die nächste eins. Bups, in den Baum. Nieder mit den Bendur!
Dann ist Rolf dran. Was für Bendur! Das nenne ich als persönliche Beleidigung. Der geht. Achso, ne, geht er nicht. Ja, der gibt's ja. Will er nicht. No. Er ist da oben aber so verwundet. Naja, dann greift er halt den großen Wolf an. Und Dagnak wollte nicht angreifen, den Verwundeten oben. Trifft den Frostwolf, haut ihm einen auf die Nase und unterstützt dann Nocknock mit einem Assist. Nee, konnte ich halt nicht, ne? Der war halt so, dass ich einmal außen herumlaufen müssen, da habe ich keinen Movement für gehabt. Jetzt nicht hier hingehen können? Zu spät, jetzt ist der Zug hier vorbei. So, der andere Wolf, der prescht mal hier ins Lager und guckt mal, was da noch so ist. Ja, siehste, das wäre mein Tod gewesen. Springt dann das Lagerfeuer. Muss ich dann zwischen Bär und Magier entscheiden in der nächsten Runde. Der böse große Wolf atmet tief aus. Ach nee. Oh nein. Och nee. Das auch noch kann. Und er hustet. Ach, Frostwolf, ne? Wo hustet er denn hin? Ach, das ist ja, der kriegt ja hier gar nichts rein. Ich hoffe mich nicht. Dahin hustet er. Ich verstecke mich hinter diesem. Ist der Wolf jetzt hier auch drin? No target zu sehen. Werden wir gleich sehen. No target. Du hast gar nichts getroffen. What? In dem Fall nur Vincenzo. Das ist wahrscheinlich Reflex. Ich bin nicht da, zack, tot. Was ist hier? 8, ey. What the fuck? Ich glaub, da kommt die nächste Phobie. Ja, hat er verkackt. Das hat er tatsächlich. In der Rüstung. Erfroren. Naja, da hat er nicht. Er kann ein wenig zur Seite springen und kriegt nur die Hälfte des Schadens. Da hat er ein plus 5 drin. Wieso würfelt er mit Advantage? Fragen über Fragen. Vor allem mit einer Hälfte am Moor. So, besonders als Dexterity Save mit dieser dicken Rüstung. Ja. Da irgendwann ist er. Läuft gerade vieles falsch wieder. Gab's wieder ein Upgrade, was irgendwie nicht ganz so geplant war? Eigentlich nicht. Ich habe eigentlich alles gelockt. So, hier ist er. Töte den Wolf. Aber Hauptsache hat das mal. Ist nur eine 1. Ach, das ist sad, ey. Und eine 8. Na, das stimmt. Hab ich noch was? Nee, ich bleib erstmal da stehen. Und Sylvie hat euch das Kommando gegeben. Schön brav ins Bett zu bleiben. Kasimir. Kasoman. Der Tiger, der nie benutzt wird. Alter, der. Kasoman. Der ist der One-Hit. Wortwörtlich, der wird nur eingerufen um. Ja, ich mach mal einen Abgang, ey. Sind dir sicher, dass du das willst? Du weißt schon, dass Jagdtiere schön auf weglaufende Beute gehen. Ja, ich weiß, ich mach aber hier aus dem Zelt mal einen Abgang. Dann bist du genau aus dem Ding rausgelaufen. Oh ja. Oh, da sehe ich hier doch ein Gegensatz. Vermute mal, du willst um ihn herumgehen. Ja. Das Feld war hier nämlich. Danger. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich an ihm vorbeikomme. Also kommt da drauf an, wie du den Zelt eingang. Kannst du nehmen und dann da den Weg halt weiter. Ja, passt schön. Jetzt der gleiche Weg. Okay. Hast du das Add-on rausgenommen, das Modul rausgenommen für die Threat Zones? Nö. Aber die sind jetzt unsichtbar. Ah, schade. Man kriegt trotzdem eigentlich die Meldung. Naja, wir haben ja bereits schon den Kopf des Wolfs ein bisschen durcheinander gebracht. Nein, wieder einfetten, wieder so ein Sauer. Der wird so eingefettet. Ich hoffe, der Soundeffekt geht noch. Nee, leider nicht. Der ist schon lange draußen. Ich
Ja, was schafft er denn seinen Kack-Rettungswurf? Wer ist er denn? Das ist ein fucking Wolf. Wolf, ja, und? Der Wolf macht 7-8 Schaden mit seiner Breath Attack, das ist kein Gummelwolf. Ja, der kann doch trotzdem auf die Fresse fliegen. Ja, bei dem schlechten hat, Safe. War sein Rettungswurf eigentlich reduziert? Weil das macht ja meint Dingens da Bums. Ja, ich hab minus 1 D4 werfen. Das ist im Wurf mit drin. Ja, dann würfelt er trotzdem. Ja, ich hasse das. Oh, Alter, plus 20 drauf. Nee, sorry. 5, ach ja, 500 komm. HP-Boss ist das. Ah, nee, wirklich, der Lambus. Der Anführer. Tausend. Der teilt mal auf den Boden liegenden Urs aus. Kommt auch dran von oben drauf. Ja, der lädt sich ein bisschen runter. Hau ruck! Nimm das, Benua-Abschaum! Benua! Ich dachte, wir hätten ihn aus eurem Dorf erwischt. Ich bin doch kein Benua, aber warte. Du dran. Ja, steh das mal auf, natürlich. Und Und Umschlag. Überleg, ob der Wolf oder den. Ne, der Anführer, der hat ihn jetzt so beleidigt, das muss jetzt auf ihn schlagen. Ich will den Fuß abhacken. Komm schon! Ich weiß nicht, ob Moven geht, aber wenn es Moven geht, dann move den. Schlägt die vom Wolch runter, ey. Das wäre lustig. Achso, ja, wartet, er muss eben absitzen, damit er auf die Schnauze fallen kann. Dann klatscht er genau. In den Schnee. Oh ja. So. Gut gemacht. Jetzt Action Search. Gleich geht's ja an den Ist der Mann. Ist der prone? Der hat den Wurf geschafft. Kommt drauf an, ob er dann geschafft hat oder nicht. Ja, hat er. Ah, das ist schade. Schade. Kommen die anderen da ran? Nee, ne? Vielleicht. Mein Weg ist noch zu. Nee, dann versucht das jetzt mit dem Wolf. Sollen wir den Moven? Nö, der steht ja nicht gut. Der will sich auch nicht umhauen lassen. Schade. Da ist da oben irgendjemand dran. Einer von diesen Axtwerfern. Versucht's weiter. Jetzt im Fokus der Crit-Aura. Daneben. Hä? Hey, das war schon wieder der falsche. Naja, dann kommt jetzt der. Versucht es ebenfalls. Dann haben die eigentlich alle Advantage? Das ist die Aura von dem Boss vielleicht. Ach du Scheiße. Ach, dann ist sie auch geteilt mit allen? Natürlich. Ich finde das unfair, dass meine Aura geteilt wird und deine nicht. So, Vincenzo sieht den schwer verwundeten Wolf und sorgt jetzt erstmal ein bisschen hier für Platz auf dem Schlachtfeld. Hau ihn weg! Oh, da sehe ich. Nice. Oh, der, oh ja, Smite. Alter, hat er auch Vorteil? Oh, ich muss mal gucken. Naja, nee, das meinte er jetzt aber nicht. Wie, das meinte er jetzt nicht? Das ist ja Giga-Kind. So durch bin ich nicht, ey. 27 Schaden. Aber er wäre so durch. Wolfsschnitzel. Ja, der den hat er zerteilt. Kakerlake smiten, wenn sie ihn nervt. Na, safe. Fliege mit der Fliegenklatsche, ey. Da tun wir den mal eben weg. Da kommt nämlich jetzt der nächste Typ angerannt. Na, warte, du Schwein! Für einen Opportunity Attack? Ja, der tote Wolf. Irgendwie zählen die Toten heute mal als Lebende. Ah ja. Ist halt die Nacht erlebt. Ich glaube, das war der Typ, den du gerade bewegt hast. Weil du hier reingelaufen bist wahrscheinlich, oder? Ja, der will. Okay, kannst du machen. Der sieht dich ja nicht. Einfach durchs Zelt geschlagen, ey. Das ist ja kein richtiges Zelt, das ist ja nur so ein Dach, was über ihm gespannt ist. Einfach die Faust aus dem Nichts, so zack. Da kommt die Feuerfaust aus dem Nichts. Ist ja an den Seiten offen, so ein Ding. Achso. Aber so wird es leider nichts. Mist. Dilettant. So, der Wolf hier schnappt sich Urs
Packtaktiken sind aktiv. Ach nee, jetzt weiß ich, wo der Advantage herkommt. Die haben alle Packtaktiken, selbst die Clan War-Leute. Weil die Wolfsrudel-Menschen. Und Phalanx? Nee, das nicht. Noch nicht. Ah, der schnappt aber daneben. Björn da. Das Feuer brennt hier unten noch, ne? Nee. Oh nee, ist jetzt ausgegangen. Wo ich drauf geklickt hab. Ja, das Feuer ausgemacht. Ah, ich kann's auch ausmachen. Ja, dann würde ich versuchen, mich in den Wolf vielleicht reinzuziehen. Ich gehe da. Okay. Ich gehe hier hin. Und schlag den Wolf. Ach ja, ist gerade wieder wärmer geworden, hat er schon gesagt, als ich den Typen geschlagen habe oben. Aber das ist jetzt tatsächlich nur lokal in diesen Landen. Es wirkt sich nicht das große Klima aus. Finde ich gut. Dann mache ich mich noch wärmer. Ein guter Crit von 10 Schaden. Ja, hat sich nicht so gelohnt. Und dann als Bonus-Action mache ich hier meine Bärenumarmung. Und wir machen dann einen. Ist ja mit Wurf, ne? Standard-Wöppel, also Athletic steckst du beide. Okay. Hat das schon wieder Vorteil? Ja, da jetzt nicht drauf, deswegen hat er nur die 8 und ist gegrappelt. Und dann würde ich ihn versuchen, hier ins Feuer reinzuziehen. Okay, was nächste Runde unter Schaden. Ich rieche Hotdog. der fiese, ey. Einfach weil man es kann. So, jetzt. Jetzt kann ich nicht mehr. Okay, machen wir nochmal weg, das ist dämlich. Der da oben, der Wolf. Ja, wo ist ne? Aber beißt sich nur in deiner Rüstung fest. Knock, knock. Jetzt aber. Zack, ich mach so ein. Kann ich denn da stehen bleiben? Ich bin ja klein. Kann ich da stehen bleiben quasi? Opportunity Attack. Ja, wenn ich da stehen bleibe, halt nicht. Juckt ihn nicht. Deswegen. War so ein bisschen heiß da, ne? Da geht's dir wieder vor. Da geht's dir wieder vor Wolf. Ja, ist egal. Ich geh dann dahin. Ich geh dann auch mal außen rum. Da kann der Wolf mich ruhig bedrücken. Ist mir egal. Nee, nimm mich nicht. Macht... Nein, ich nehm die Bonusaktion, nämlich Disengage. Okay. Dann lasse ich natürlich noch meinen Dolch fallen und steche mit dem Rapier einzeln zu. Das heißt, die werde ich mal kurz nochmal auf 1d8 machen. Moment. Ist der nicht automatisch? Nein. 1d8. Zack. Und dann versuche ich hoffe mal, ich treffe diesmal. Ja! 2,8. Eieieiei. Brauche ich Advantage? Frage und Rand, Fleisch. Ich hab heute Lust. Einfach mal allen Advantage gegönnt. Oh, ist, nice. Ist die Aura, ne? Hast du wie gesagt hast. Ja, ist die Aura. Oh. Ja, schade. Zweite Zug nutzlos. Wer ist denn da dran? Da oben so ein Kollege. Der joint mal hier und Schilde werden hochgenommen. Ah! Und eine Axt geworfen dahinter. Oh! Ah, ist aber pupsiger Crit. Ah, die steckt ganz schön brutal jetzt in deiner Schulter. Wo ist? So, dann mach ich die Schilde hoch. Und dann ist der. Rolf dran. Der Rolf, hattest du eigentlich gerade hier. Ach ja, genau, du Disadvantage, weil Rolf dir das gegeben hat. Der hat die geaided. Ach, er hat nichts geholfen, weil. Nichts gerolfen. So, der haut wieder auf den großen Wolf. Aber er hat jetzt nicht Advantage. Das wüsste ich jetzt aber. Das trifft dann leider nicht. Dann aidet er noch Vincenzo.
Der Wolf bei Björn da nimmt erstmal Feuerschaden, dass er über dem Lagerfeuer zubereitet wird. Greift, springt dann. Ach ne, der kann ja gar nicht. Der ist ja gekreppelt. Der versucht freizukommen. Ohne Advantage, das heißt 10, er schafft es nicht und windet sich dort in Schmerzen. Der große Mama-Wolf nimmt sich Vincenzo vor. Verfehlt ihn. Irsa. Ein neues. Boah, Alter. 17 trifft nicht. Ach du Scheiße. Ich mache mal da noch was nicht. Nee. Bitteschön. Kasimir. Kasimir ist dann. Hat der Wolf eigentlich seinen Rettungswurf für das Grease gemacht? Das Grease drunter. Da ist Grease drunter. Das ist wahrscheinlich Dex. Ja. Hier kommt er. Eine 14. Ja, das schafft er natürlich. Warum auch nicht? Tja. Bin ich ehrlich, es gefällt mir alles nicht ganz so sehr, was hier passiert. Naja. Behaken wir ihn hier mal etwas. Na, wo ist er? Da. Zack. Weg mit dir, Bestie! Der wird noch breiter in Brand gestickt. Abendessen scheint gesichert. Ja, ein bisschen zurück. Passt. Na, noch ein bisschen. Der Anführer richtet sich da aus dem Schnee auf. Er ist Gott sei Dank von einem Stein abgeprallt, sodass er stehen geblieben ist. Ihr Bauern wisst euch zu verteidigen. Aber das passiert mir nicht nochmal. Nimm das, Bär. Typisch Clan War, kann nicht mal die wahren Feinde sehen. Idioten. Was war das? Du hast mich schon verstanden. Was meinst du? Sehen wir für euch irgendwie nach Bendu aus? Vielleicht solltet ihr eure Augenklappe abnehmen. Leute. Wenn ich Bendu, was dann? Etwas viel Schlimmeres. Lutan! Lutan, hier oben im Norden. Warum solltet ihr hier sein? Plündern, so wie ihr, Idioten. Das verändert nichts. Sterbt. Okay, sorry. Finde ich gut. Entschuldigung. Dann könnt ihr genauso sterben wie euer mopsiger Priester, den wir schon ausgenipst haben. Priester, wir haben hier oben keinen Priester. Oben nicht, aber im Süden, auf der See. Wie ist der noch gleich? Ich hab den Namen vergessen. Ah ja. Kuli. Wie bitte? Kuli. Kuli, genau, den haben wir ordentlich malträtiert und die Haut abgezogen, dem Kuli. Ihr habt was? Oh ja. Du wirst 1000 Tode sterben, Giftzwerg. Ich hab ihn nicht einmal getroffen, Herr Diago. Hey, du, Typ. Halt's Maul!
Ja, gut. Haben beide ein bisschen geknechtet. Gibt's was, ey? Bitte! Bam! Und Feuer rein! Oh mein Gott. Das ist Moment, ich mach alles daran. Der tanzt auf dem Feuer. Halt's Maul! Ja, jetzt erinnere ich mich daran. Gulli hat genauso gerochen, als er verbrannt wurde. Oh mein Gott. Okay. Dann halt er sich noch ein bisschen. Ich hoffe, der One-Shot hat mich hier nicht gleich einfach. Ach, die Eins, da ist sie wieder. Das ist so lächerlich. Und ihr habt jetzt, habt ihr wahrscheinlich gelesen, ne? Advantage gegen den Typ. Ja, also Effekt drauf auf ihm. Ich treff doch eh nicht. Es werden wieder Äxte geworfen. Nope. Boss, geht's euch gut? Gleich nicht mehr! Tötet sie einfach! Er wird einfach gebraten, einfach am Leibe, am Leben im Leibe. Vincenzo della Rue. Der. Oh, da ist jetzt so ein einfacher Bendo neben ihm. Vincenzo von Matterhorn ist es. Hat er Bock, den zu spalten. Aber nichts mal. Oh. Nein, trifft er nicht. Auch wenn er gar keinen Advantage hat. Alle Advantage haben, was ist denn hier los wieder? Irgendwie nicht alle. Manchmal ist was dabei, was nicht Advantage ist. Okay, dann weiß ich so, nicht. Der Kollege ist auch da und greift dann mal Vincenzo an. Ah. Nö. Der Wolf greift Urs an. Den Bären. Lass den Arm. Lass Urs in Ruhe. Wieso, der hat jetzt nicht mit Advantage geworfen, obwohl er eigentlich Packtaktiken hat. Da haben sie nochmal 20 nachschieben. Dass alle, die Advantage haben, haben es nicht. Verkehrte Welt, ey. Das Gegenteiltag heute. Das ich bin der Deus. Urs rollt sich von Seite zu Seite. Entgeht mehreren bissigen Mäulern. Wölfe überall. So habe ich mir das bei den Wölfen nicht vorgestellt. Du bist gemutet, Björn Darinskus. Ich kraule dem Wolf die Ohren. Alles wird gut, mein Kleiner, alles wird gut. Und dann hau ich ihm schön auf die Trommelfell mit dem Thunderstrike. Alles wird gut, du wirst lecker werden. Junge, bisschen mehr Wind fliegt raus. Bisschen mehr Wind. Das Tor fliegt einfach ab, ey. Hast du in der Hand gehabt? Der ist schwer verwundet. Komm, einfach nur eine normale Bonus-Action. Kriegt er den zweiten Schlag auch nochmal ab. Das sieht so aus. Damit haust du ihn tot und er dreht knusprig, während ihr weiterkämpft. Alter. Na, dauert noch ein bisschen. Riecht denn hier so lecker? Das ist unser Wintermantel. Dann, warte mal, ich stehe in Reihe mit Rolf, dann will ich müssen, nicht gehen. Aus dem da müssen wir einen Wintermantel machen, da haben wir noch dahin, sogar, dahin irgendwas. Und hoffe, dass er mich da nicht trifft, wenn ich bin. So, es ist wieder Zeit für Urs, Angriffen auszuweichen. It's time! Oh. Ich fürchte, diesmal ereilt dich einer der Bisse. Oh. 7 Schaden und ein Save, bitte. Bleibst aber stehen, wirst nicht umgehauen. Kriegst nur. Achso, ne. Kriegst nicht 3 Schaden, kriegst den vollen Schaden. Mhm. Nein, 14 kriegst du auch nicht. Gott, wie was ist denn da los? Ah. 7, so. Knock, knock. So, jetzt aber. Na, gefällt dir das? Auf dem Feuer zu brennen? Du Friefler! Zack! Abgestochen. Oh, da ist der Crit endlich. Ja, ich weiß nicht. Abgestochen. Was fort? Also was Alter. Von dem Crusher. Oh, ich hab viele Würfel. Alle haben Vorteil gegen den. Ja, okay, Moment. Kann er sich entspannen. Ach, stimmt ja. 27 nur, ey. Sag mal, warum lebt der noch? Wer ist er denn? Okay, jetzt kommt ja, aber jetzt kommt aber die der Five-Head-Move. Ich lass den Rapier fallen. Nimm meine Item-Interaction.
nimm den Dolch wieder auf und stech mit dem Dolch zu. Als Bonusaktion. Oh mein Gott, komm so. Ich hab gesagt, dass er sehr schwer verwundet ist. Er ist nur. Ist schwer vom Boden aufheben Item Action? Weiß ich nicht. Action? Ich weiß auch gar nicht. Weiß ich nicht. Nee, aber ich weiß nicht, ob du mit dem Dolch zustechen kannst, weil damit musst du ja eigentlich dual-wielden an sich. Ey, du hast vollkommen recht. Ich hätte die Waffe jetzt quasi getauscht. Aber das geht ja auch nicht. Ich müsste ja eine Aktion benutzen, ne? Du hast recht. Ja, dann halte ich in der Hand den Rapier. Dann macht natürlich ja, besser ist das. Und wäre auch dann scheiße, weil der wird dann 1d8 machen, was ja Quatsch ist, weil er 1d6 ja dann macht, wenn ich dual-wielde. Von daher passt schon so. Aber ich habe was vergessen. Kann das auch kritten? Ne, ich glaube nicht, ne? Das macht immer nur Würfel. Ja, genau, das macht nur Punkte. Habe ich irgendwas als Bonusaktion? Ja. Ne, kann ich dodgen als Bonusaktion? Warte, hide. Ich versuche einmal zu hiden. Ich versuche mich so hinter so einem kleinen. Hinter der Pfanne zu verstecken, die ist ja groß genug, glaube ich. Die Pfanne. Ich geh dann hier so hier hin und versteck mich hinter der Pfanne. Warte. Oh, was denn? Stealth. Siehst du mich? Oh, okay. Nocturne stülpt die Pfanne über sich. Ist wie Solid Snake da oder was? Unter der Bratpfanne. Oh nein. Hat mir jetzt eine Bratpfanne über eine Bratpfanne geschrieben. Top. Bratpfanne war top. Wieder Äxte hier. Ich habe jetzt einen Panzer. Ich bin guten Roshi. Aber daneben. Wie viele Äxte haben die denn, ne? Zwei den Gürtel voll. Ja, Rolf. Den voll, auch den Gürtel. Ah ne, Rolf wittert den Braten und geht mal hier zum Anführer. Ja, Braten ist unten links. Ja, weil der Anführer auch. Der ist auch oder Anführer. Also, stimmt, ja. Oha. Da nutzt er die Crit-Aura. Klonk. Ist wohl noch nicht tot. Ihr Rohr sprießt also aus dem Boden wie Unkraut. Zeit euch zurück zum Drücken. Okay. Dann gibt der Irsa noch einen Assist. Ich will sie gleich die Rüben von unten angucken. Gut gemacht. Ich meine, ich bin natürlich gar nicht da. Der Versteckverrat. Große Wolf widmet sich Vincenzo. Das ist eigentlich wie Cold Breath. Wo ist mein Recharge-Wurf? Naja. Gut. Aber trifft Vincenzo mal. Aue. Durch die Rüstung hindurch. Ja, der setzt natürlich Gift auf den Gem Dragon ein. Hat eigentlich seinen Save vergessen. Okay, warte. Sollen wir nochmal einen Save machen? Zwölf. Oh, das reicht aber nicht. Oh. Auf den Boden. Richtiger Slapstick-Moment, ey. Platz. Nein, das nicht ist dodgen, ey. Dodgen. aber erst am Ende der Runde, ne? Muss er halt machen. Ja, ja. Sonst könnte er jetzt auch wieder aufstehen, ne? Mhm. Dann lassen wir das mal erst noch aus. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ich wollte nur mal erinnern. 7 Schaden, 10 für Vincenzo und dann legt er sich hin. Das passt aber. Erst ist er geschlittert hier mit seinem Dodge-Movement, dann ist er auf die Nase gefallen. Jo. Slapstick. Ja. Richtiger Slapstick. Der Anführer ist sehr schwer verwundet. Oh ja. Hoffentlich. Erschieß ihn. Rolf lenkt deinen Bogen in die richtigen Bahnen. Sehr schön. Wow, aus der 3 der 1 gemacht. Danke. Das, so schwer verwundet war er doch noch nicht. sehr schwer verwundet. Aber er verbrennt gleich. Wenn er startet, kriegt er Schaden. Was? Ihr habt Wölfe? Ja, ist ja auch Feuer, oder? Klar. Nein! Die Frage ist Feuer? Jetzt... Ja. Stell mal den Wolf lieber da ein. Ah, ich wollte gerade sagen. hat er die auch Tactics? Ja, aber ich müsste ihn daneben stehen. Aber da der gecrushed ist, ist es eh mit Advantage. Oh nein.
Oha, totgebissen. Oha! Und ungläubig sieht er noch, wie ein fremder Wolf ihm an die Kehle springt und ihn tötet. Gut gemacht, Selfie! Sehr schön! Sehr schön! Die anderen Wölfe sträuben das Fell, stellen den Kamm auf und knurren Sölf an. Eine wahre Ironie des Schicksals. Der Boss ist tot! Rückzug! Rückzug! Nee, was ist das denn jetzt? Der Boss ist tot! Lang lebe der Boss! Das heißt ja Rückzug! Ihr feigen Taugenichtsen! Jetzt bleibt das heißt, im Kampf zu sterben! Zurück zum Jarl! Wir werden ja sehen, wer schneller ist. Ich glaube, es hackt. Machst du noch was, ihr sagt? Ich überlege gerade. Ich würde einfach mal noch so ein bisschen hinterher moven. Aua! Und ich bin hier runter! Aufpassen! Kasimir. So, zack. Hier bin ich weggelaufen. Spinnennetz! Oh ja. Oh ja. Spider-Man, Spider-Man. Die werden jetzt so. Spider-Man. Die werden jetzt so eingespodert. Das ist so ein. Was hat Benny gerade schon gesagt? Das ist ein einfacher Kampf einfach nur. Ja, das ist mir egal. Ich komme hier nicht weg. Hier. Gib ihm. Der. Die XP gehört uns. Das sehe ich nicht ein. Ja, wenn hier kein Weg kriegt. Vincenzo-Modus ist aktiviert. Na klar. Junge, die Würfel hier, ey. Oh alle ja. Geschafft. Alle geschafft, bis auf einer. Oh ein ja, schön Klos. Geschafft. Schön geschafft, aber wenigstens haben sie, ist das, Difficult Terrain. Das slowt sie. Bis auf. Ja. wir können ja außen rum gehen. Auf entspannt. Urs. Muss ja nicht durch. Urs sieht, dass da jemand am Boden liegt. Oh ja, tritt zu. Klonk, Alter, du tritt geil. Schön, voll oh, schön. Oh, ich die Crit-Aua geschlagen. Kann man moven? Weiß nicht. Besser nicht. Nö. Ja, Wolf ist vorbearbeitet. Schön tenderized, ey. Den müssen wir auch noch reinschmeißen gleich. So, der hat, seinen Wurf geschafft, deswegen kann er sich bewegen. Der nimmt die Beine in die Hand und läuft bis hier hinten. Zurück! Zurück zum Außenposten! Der nächste tut es ihm gleich, aber in die andere Richtung. Die Schweine! Die euch entscheiden müsst. Ich dachte, der Außenposten ist rechts! Ich bin verwirrt. Vincenzo! Sieht aus wie ein schönen Wolf am Boden. Schön. Der überreagiert wieder. Der trifft dich mal! Trotz Advantage! Der Kollege hier. Fehlt ja die plus 1 von der Waffe? Hast du die falsche? Plus 2, oder? Ist, oh ja, ich hab die. Ja, stimmt, ich hab die. Warum hat er die denn hier noch drinne? Der hat seine andere gar nicht ausgerüstet. Ach, ey, so ein Holzmann, ey. Warte mal, das war dann eine 18. Wieso trifft er eigentlich eine 17 bei Rüstung 15 nicht? Nee? Das ist ja eh alles hier Quatsch. Das ist ja hier richtiger Quatsch. So, nochmal. Sieht schon besser aus. 13 Schaden für den Wolf am Boden. Komm, der lebt noch, also smiten. Ja? Oh ja. Sagst du smiten? Alles raus. Aber richtig reinhauen. Hör ich das smite? Oh ja. Haho, ich hab gekrittet! Smite soll nein, kommen. Ich mach jetzt einfach 2D8 hinterher. Und das reicht. Den Wolf ins Jenseits zu befördern. Ah. Oh ja. Jetzt hat er keine Zauber mehr. Gut gemacht, Lorenzo! Vincenzo! So, der hier disengaged und kann aber nur einmal weglaufen. Der. Ich krieg einen Gelegenheitsangriff, steht mir. Da musst du jetzt leider auf Nein drücken. Ich hab mich weggeklickt. Warte mal, ich frag, was hier mit der Kabelplatte. Wenn man sieht, die Wölfe war fast gar nicht hinter dem scheiß Netz. Ah, da ist ein Wolf hinter der Tür. Der guckt, was die Härchen machen und folgt ihnen dann. Aber ohne zu disengagen. Du könntest klöppeln. Ja, aber sowas von. Oh, schade. Oh. Das ist zu flink. Gemein. Der überholt sogar noch sein Härchen und verschwindet von der Map.
Björn da. Wir können ruhig zurückgehen, solange die Menschen nicht überleben. 30 Feet. Also erstmal schön hier 10, dann 30. Du kommst nicht weg. Wie sieht es eigentlich vom Wetter her aus? Ist es warm gerade? Ja. Schon heiß? Ist ein bisschen warm gemacht. Dann nehme ich lieber ein bisschen Thunder, damit hier ein bisschen Regen kommt. Mehr Regen, ja, bitte. Sommerregen. Ah, das muss ich immer. Also muss auch treffen. Dann die Bonus-Action nochmal zuschlagen. Oh. Erstmal muss auch treffen. Dann, dann, lauf ich schon mal 10 Feet weiter einfach. Oh. Ich krieg einen Gelegenheitsangriff. Und der krittet den. Drück ich direkt noch drauf. Oh. Der krittet doch nicht. Ja, ich hab's gerade falsch gesehen. Oh, viel Schaden. Sein Advantage mal wieder. Ich will ihn oben noch kriegen. Blut geleckt. Der Wolf macht hier sich auch vom Acker. Das war einer von der rechten Seite, da geht er jetzt auch hin. Und ist weg. Raus ist er. Er ist auch bei auch weg. So, ich platze aus meinem Versteck hervor. Tada, hier bin ich! Ist nichts mehr da. Wo sind denn alle? Da ist noch einer gefangen. Nee, ich folge den rechts. 60 Fuß. 65. Fuck. Okay, pass auf. Ich gehe bis. Hier benutzt dann die Bonusaktion, um nochmal zu dashen. Bis hier. Ja. Guck ihn an. Theoretisch bist du ja noch stealthy, ne? Bin ich das? Ich hab eine offene Straße. Nee, ich glaube nicht mehr. Ja, ist halt die D5i, ne? Ja. Du brennst mit der Bratpfanne auf dem Kopf hinter ihm her. Sieht mich nicht. Klong, klong, klong. Boah, ja. Hat Nock eigentlich noch einen Kochtopf auf dem Kopf drauf auch noch? Ja, das ist ja. Ich glaube, nur Angriffsaktion. Lass nicht wieder auftauchen. Ja. Ich würde dann meinen Rapier tatsächlich fallen lassen, meinen Bogen zucken, den ich auf dem Rücken habe. Den kann ich ja quasi ausrüsten als Item der Action, oder? Oder als ziehende Aktion. Bin mir nicht sicher. Deine Waffen fallen lassen, Bogen ziehen, Item mit der Action. Okay, dann mach ich das. Hab ich gemacht. Und dann. Du siehst mich nicht. Jetzt hole ich dich! Oh! Leider nicht der Crit-Roller. Leider nicht mehr der Aura. Nee, 6 will ich nicht rerollen. Aber ich kann dadurch, ich kann durch den Crit, weil ich Advantage habe, kann ich eigentlich noch backstabben, ne? Ja. Also ich war ja kein Crit, aber es ist Advantage, deswegen kann ich ja. Warte mal. Ja, dann würfeln einen zweiten Antrag an. Nochmal, ne? Hast du nur einmal gewürfelt? Vielleicht weiß er natürlich jetzt 20. Ja, ich glaube, es reicht, wenn du mir die W6 jetzt gibst. Warte mal, ich finde gerade mein Ding nicht mehr. Da ist die Attack schon. Okay. Das ist schön, aber ich brauche nur W6 von dir. Warte mal. Einer war zwei. Zwei. Ja, machen wir 2D6. Ich dachte, das wäre drin, aber. Dann hier. Ja, das reicht alle Male. Zack. Nur die Doppel-1 hätte es verhindert. Okay. Der fällt mit einem Pfeil im Rücken tot um. So, und dann lasse ich nochmal als freie Aktion nochmal meinen Bogen fallen. Dann steht da mit meinen Klauen. Kommt doch an mir vorbei, wenn ihr euch traut! Du hast ja keinen mehr hinter dir. Ah, nee, aber ich mache halt hier normal Nahkampf, damit ich halt eine Reaction kriege, wenn einer vorbeiläuft. Okay, der hier versucht sich rauszuwiggeln. Athletik. Wie so ein Wurm. Wiggel. 21, das reicht wahrscheinlich. Echt? Natürlich. Höchstens irgendwie DC-15 haben oder so. Bis dahin. Rolf. Der. Ach. Der ist aber auch langsam, der Wolf, ey. Ist der hat aber eine Handaxt, die er werfen kann. Ja. Ins Gesicht. Warte mal. Hat er nicht den gleichen Malus wie die, nicht die Zyklopen, wie hießen die anderen nochmal? Die Giganen mit ihren einen Auge?
Ich kann dich nicht treffen, wenn du so weit weg bist. Zumindest nicht in seinem Statblock. Ah, schade, das wäre aber lustig. Ja, dafür die dritte Sicht. Richtig? Die dritte Sicht. Drittes Auge hat er. Ja, die dritten Zähne. Drittes Auge ist offen bei ihm. Ah, willst du ins Netz? Spider-Man hinter dir wartet nur da drauf. Spider-Man! Der will erzählen. Eigentlich eher ungern, wobei mich das sogar nicht interessiert, weil ich durch den Dings keinen Nachteil habe im Movement. Aber dann können es festkleben. Das stimmt. Will sich doch dann nicht. Oh, wenn du änderst auch. Ja, dann kannst du es festkleben. Ja, da. Schieß ihn weg! Wie viel habe ich Movement? Dann 3 oder 5 mal? Ich weiß nicht mehr. Wo sehe ich die Scheiße? Wenn es rot ist im nächsten oder da, 30. Gelb, dann nicht. Ja, 30. So, wie weit bist du denn da oben weg, du kleiner Mann? Ach ja, wir haben ja. Netterweise ist der Herr ja vorhin gestorben. Das ist ja jetzt mein nächster Zug, ne? Kannst du es wünschen? Also. Wieder gesmited auf Range. Vom Sound her. Und. Moment. Wir gehen mal doppelt sicher, ob wir ihn killen oder nicht, ja? Was du willst. Ah ne, es ist Bonus. Scharfschutter. Nevermind, fuck it. Geht nicht. Okay, dann. Nochmal normal. Hoffen wir mal. Oh, triffst immerhin. Oha. Keine 1 jetzt, das ist scheiße. Sehr gut. Oh. Jawohl. Sehr schön. Niemand kommt hier. Wo ist meine Wölflein da? Nur die Wölfe dürfen zurückkommen. Ja, die können ja nicht, berichten. Komm, wie so Pferde ohne Reiter zu. Ja. Au, au. Was willst du mir sagen, Wolf? Au, au. Schnauze, wo ist dein Reiter? Ich meine, ich sind ich eh 3 Leute von uns schneller als die Dinger hier. Die Dinger. Na, der Gute. Die Leichen. Schade. Ich hab die 20 erst gesehen. Schade. Das ist leider kein Problem-Solver, leider. Oh, alles klar. Bitte schön, Kasimir. Kaso Marius. Kasimir? Ja. Ja, Mann. Ist es auch ein Ymir? So ein komischer? So ein Ymir. So, der wird jetzt richtig eingefrostet, der Junge. Nur echt von Froster. Zaun weg. Halt's Maul. Shut up. Warum kann ich ihn nicht anzielen? Hallo? Weiß ich nicht, warum du das nicht kannst. Excuse me. Excuse me. Bist du links im richtigen Ding drin? Ja. Jetzt. Ja, danke. Oh. Aber so. Ah, warte, doch. Ich hab vergessen, das Schildding wieder auszuschalten. Ja, sein Schild weg. So sieht's aus. Also trifft? Ja, trifft. Okay, Damage. Und dann ist er geslowed. Mohaha. Meine Füße! Ich spür meine Füße nicht mehr. Hier geblieben. Da ist das Der Bendur wird dir jetzt zeigen, wie es läuft. Stimmt, das heißt der Bendur. Das ist ein Bendur, greif ihn an! Ja, wow, was passiert hier? Du bist gerade auf den Frostwolf aufgestiegen. Nein! Der läuft doch nicht mehr, der ist doch tot. Hier? Jetzt kannst du weitergehen. Ich höre nur das Ding. Okay, wann 10? Ich habe halt leider nicht mehr viele HP, sonst würde ich mich einfach neben ihn stellen. Du stehst schon neben einen. Stehst neben ihm. Ach so, ja, der. Ich habe nur nach oben geguckt zu dem. Ja gut, dann nehmen wir dich hier, okay. Das
reicht. Aber der Schwung ist nicht ganz so kräftig. Er wird zurückgespielt. Bringt euch ein bisschen näher. Aus dem Schatten des Lagerfeuers stapft der Scharfrichter heran. Smite! Smite! Halt er doch nicht mehr. Du bist leer! Guckt auf seine Spellliste. Ich hab kein Smite! Ja, das reicht. Dann aber halt so! Alter. Kopf ab. Zack. Aber das ist 1A Danny Roleplay hier, ey. Alles. Oh, ist der Hund nicht mehr dran? Das ist auch der typisch wieder. Gegner gefühlt irgendwie 11 HP Max. Smite! Dann dahin, ne? Box ihn. Dem ist ja kalt gerade, ne? Ja, dem ist sehr kalt. Dann ein bisschen mal, ne, ich will nicht nur mehr aufwärmen. Ich mach mal ein bisschen mehr Wind wieder. Kann ein bisschen ziehen, bis gleich. Mal anvisieren. Oh nein! Ah. Weißt du was? Eieiei. Oder so. Geht immer voll aufs Ganze. Oha. Er klammert sich am Leben. Ich hab ja noch einen. Gnade! Gnade! Ich kann Gnade! Nicht hören. Warte, wir hätten vielleicht einen. Über den Wind. Also so im Nachhinein betrachtet, hätten wir vielleicht einen davon gebrauchen können, um zu wissen, wie das Lager ist. Ich möchte seinen Kopf zerdrücken wie eine Melone. Keine Zeugen. Ich spreche kein Feigling! Ihr habt alle. Sag doch früher! Gekillt. Kein bis Problem, auf die Wölfe. Wir können den Wölfen folgen. Bei dem Schnee? Natürlich, da lassen wir doch schön die schönen Spuren. Oh, ich muss diesmal auf R drücken, ich habe das falsch ausgewählt. Aber das sollte reichen, um ein Level abzubekommen. Richtige ja. Teufelsencounter. 666. Ich kann ja nicht leveln. Noch wachsen zwei Hörnern. Muss ich vorher auswählen, dann geht's. Warte, ich hab mich aus. Einfach nächste Entwicklungsstufe erreicht. Ich hab Recht auf meinen Burgen. Knock, knock, wird zu. Knock, knock, knock. Ich darf nur würfeln. Darfst du jetzt, kannst du jetzt leveln? Warte, ich muss den mal einmal zumachen und wieder aufmachen. Oh ja, jetzt wird gelevelt. Ich geh mal nicht auf 5 drücken und machen oben. Oh ja, gib mir Level up. Die Zahl ist eingerastet. Zahl ist eingerastet. Would you like to choose a subclass? Ich glaube, die ist nicht eingerichtet, also nein, ne? Nee. Hä? Okay, dann nein. Warum kriegst du jetzt die Meldung, eine Subclass zu bekommen? Ja, Bjorn, dein Bogen fuckt mich richtig ab. Was ist damit los? Roll. Ich mach den mal auf den alten eben. Oh! Digga. Oh, ich hab mal Maximum gewürfelt. Oh! Okay. Alter, ich hab einfach 50 HP. Let's go. Ja, darf ich mal würfeln? Hallo. So, Gemüse, Leute. Let's go. Ja, ich level up. Ja, so, ja, bitte. Ganz jetzt komm endlich, jetzt mach doch. Da muss ich per Hand würfeln meine Hit-Points, weil die gibt's ja. Ja. Warum will er nicht Level up? Weil bei mir auch nicht. Nee. Weil du keine Rechte hast auf deinem Bogen. Oh, ja, okay, sorry, ich hab halt keine Rechte. Wenn du halt, ne? Ja. Oh, sorry. Oh, okay, sorry, Bro. Isabel, du. 10 Leben. Sorry, ja. Level 5. Ach, halt doch dein Maul. Diese Lache dabei. Wirklich. Knecht, ey. Ja, stimmt, ist er. Ja. Ey. Mein. Du bist auf meiner Seite. Immer. Doch. Ah, ja. Scheiße. Na, warte, lass mich noch ein paar Worte sagen, dann kannst du die aufmachen oder ausmachen. Oh ja. Ja. Sag mal, die Leichen liegen im Schnee nach diesem nächtlichen Überfall, der von einem Albtraum eingeleitet wurde, von einem seltsamen Vollmond, dann von Wolfsgeschrei und dann sind die Wölfe bei euch hergefallen. Und ob ihr die Wölfe dann das nächste Mal einholt und Rache übt, das sehen wir beim nächsten Mal.